Willkommen beim Homeoffice. Liebe Leute, hier ist die Ausgabe 413 und bevor wir einsteigen, noch zwei kurze Hinweise. Zum einen, wir sind heute nicht live, sondern wir haben aufgezeichnet. Unser Team in Leipzig ist auf einer super wichtigen Produktion. Da wird jede Hand gebraucht, deswegen bin ich heute hier als Einzelkämpfer. Aber wir haben natürlich tollen Ersatz gefunden für unser Team hier bei uns im Homeoffice. Wir gucken nach Russland. Wir haben zwei Gäste heute, Dominik Reichert und Thomas Röper vom Antispiegel, und mit den beiden werde ich über folgende Themen heute sprechen. Wie ist das Leben als Deutscher in Russland? Ich befrage Thomas und Dominik nach ihren Erfahrungen im Russland von heute. Hetzen für den Krieg. Immer mehr deutsche Politiker rufen zu einem offenen, bewaffneten Konflikt mit Russland auf. Und die Nachwehen des Interviews von Tucker Carlson mit Wladimir Putin. Gehen Sie bitte weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Ich grüße euch beiden. Hallo Thomas, und freut mich total. Dominik, schön, dass wir uns heute hier kennenlernen. Ja, hallo Thomas und hallo Robert. Ich freue mich sehr, dass wir uns auch mal sprechen. Ansonsten ist es ja immer nur einer von uns beiden mit Thomas im Gespräch. Jetzt sind wir mal zu dritt. Auch mal was Schönes. Yes, ja. Thomas. Was hat Robert erzählt, als ich sagte, ich mache Antispiegel TV, neues Projekt, sagte Robert bei Tacheles, du betrügst mich mit einem Jüngeren. Jetzt können wir endlich mal hier zu Tacheles reden hier so. Ja, jetzt haben wir mal einen Dreier, ja? Ja, genau. Ja, ihr macht es ja auch schon eine ganze Weile jetzt. Ihr seid mittlerweile bei Ausgabe Mitte 20 oder so, 26, 27? 30. Oder 30 sogar schon. Also eine ganze Strecke, die ihr auch schon zurückgelegt habt. Bevor wir auf dich einzeln kommen, Dominik, dein Leben in Russland und so weiter. Wie ist die Arbeit mit dem Herrn Röper? Wie seid ihr da zusammengekommen? Hat es gedauert, bis ihr zusammengegroovt seid, oder hat das von Anfang an gepasst? Also ich muss sagen, mit Thomas zusammenzuarbeiten ist für mich eine gänzlich neue Erfahrung. Weil der halt nicht so funktioniert wie andere Menschen in der Medienwelt. Thomas funktioniert nach seinem ganz eigenen Kopf, der macht einfach sein Ding, der legt auf Sachen Wert, die ihm persönlich wichtig sind, und das ist eben vor allem gute Recherche und inhaltliche Korrektheit. Dann gibt es andere Sachen, auf die Leute, die eher in eben größeren Medienhäusern arbeiten, sehr viel Wert legen, auf die Thomas nicht so viel Wert legt. Ich denke, das muss ich gar nicht weiter erläutern. Doch, doch, mach mal, die Zuschauer wissen es ja nicht. Die haben ja keine Medienerfahrung, erzähl's ruhig. Also komm raus damit. Naja, Thomas ist zum Beispiel, wie ist der Spruch immer, wenn derjenige scheiße aussieht? Aber wenn es scheiße aussieht, wenn die Sendung interessant ist, der Typ scheiße aussieht, dann ist Röper. Genau. Das ist so ein Ding, oder auch wenn man sich anguckt, so auf dem Antispiegel-Blog, ich will dich jetzt hier nicht an den Pranger stellen, aber da schleicht sich doch ab und zu mal ein Tippfehler ein. Ich bin der Letzte, der das zu kritisieren hat. Ja, ich bin ganz schlecht, was Rechtschreibung angeht. Auf Twitter werde ich immer geschlachtet, aber. Sag mal ganz kurz, mach gleich weiter. Das Problem kann ich für die Zuschauer generell mal sagen, dass mit den Tippfehlern ist nicht zu verhindern. Ich bin alleine. Wenn ich eine Redaktion hätte, wo ich jemanden habe, der drüber liest nach meinen Artikeln, aber ich schreibe einen Artikel, lese in Korrektur, wenn es dein eigener Text ist, dann siehst du mal nicht, wenn ein Wort fehlt. Das ist, sorry, da müsst ihr mit leben. Spendet mir ganz viel Geld, dann bestelle ich mir einen Lektor, der kostet ein extra Gehalt. Spendet mir Leute massenhaft, dann wird es besser, aber so ist es nicht anders zu machen. Dominik, sorry, mach weiter. Alles gut. Nee, das sind nur so zwei Beispiele, um zu zeigen, dass Thomas eben ganz anders funktioniert, als man es in der Medienwelt gewohnt ist normalerweise. Aber ich finde das sympathisch. Wir haben uns ja hier und da dann eben mal kennengelernt, weil ich ja RT-Moderator auch bin, und Thomas ist ja auch ab und zu mal bei RT als Gast, als jemand, der halt da seine Meinung auch mit raushaut. Und da haben wir uns dann eben auch hier und da kennengelernt so und sind dann eben in diesem Projekt zusammengefunden. Und für mich eine ganz, ganz frische neue Erfahrung, auch so ein Format zu haben, was eben ein bisschen lockerer ist, wo man sich einfach mal reinsetzt und aktuelle Themen durchquatscht. Ich kannte das ja eigentlich sonst eher so als Korrespondent oder als Moderator, wo man sich doch an ein sehr striktes Skript hält. Mhm. Und bei uns ist es so, wir bereiten uns natürlich vor auf die Sendung und haben eine Art Skript, aber das sind sehr lose Notizen. So, wir sprechen sehr, sehr viel einfach frei nach Schnauze. Und ich mag das. Also mir gefällt das sehr. Und auch die Zusammenarbeit mit Thomas dahingehend, wir sind eigentlich immer auf einer Wellenlänge und fahren ungefähr denselben Film. Manchmal ist es so, dass es Themen gibt, die Thomas mehr interessieren als mich und andersrum. Aber wir haben immer, wir schlagen in dieselbe Kerbe, sagen wir es so. Und das funktioniert.
muss das mit dem Skript nochmal erklären, weil wieder die Leute draußen haben ja sowas nie gemacht. Als wir mit Antispiegel angefangen haben, Antispiegel TV, da gab es die Idee, ich mache die Sendung alleine, so als Nachrichtenrückblick. Und da habe ich dann zuerst hatte ich so eine Art Rednerpult, so einen Beistelltisch, und dann sollte ich da irgendwie reden. Und dann kamen, ne, Fernsehleute, du weißt, ne, Dominik, und wollten Skript. Skript heißt, nur für alle, die es nicht wissen, in solchen Sendungen wird in der Regel alles abgelesen. Der Text ist komplett da, du hast über der Kamera einen Teleprompter und du sollst den Scheiß ablesen. So, das heißt, ich hatte erstmal eine Riesenarbeit, die Sendungen dann vorzubereiten, weil ich diesen ganzen 26 Minuten Text irgendwie zu Papier bringen musste. Und dann war das einfach nur Kacke. Also ich weiß nicht, ob die Aufnahme noch existiert, ob sie gesehen hast, Dominik. Wir haben sechs Ich habe es Wochen nie gedreht. gesehen und ich hab Schlimmes gehört, ich will es auch nicht sehen. Das ist in Ja, Ordnung. es war katastrophal. Es war große Scheiße. Und dann kam ja die Idee, komm, ich hab denen aber gleich gesagt, Leute, es wird nichts. Ich bin kein Ableser. Bei jedem Vortrag, wenn ich auf der Bühne gehe, hab ich einen Zettel mit Stichworten und kann eine Stunde reden. Ich bin immer spontan. So. Und ich habe gesagt, das müssen wir machen. Und die dann Fernsehleute, na, nee, abgetimt und so. Und irgendwann haben sie begriffen, dass das mit mir nicht funktioniert. Und dann kam mir die Idee, wir brauchen einen zweiten Mann. Dann sind wir auf dich gekommen und dann haben wir uns hingesetzt und das und sofort ging's. Ne? Wir haben jetzt ein völlig anderes Skript, als kann man gar nicht Skript nennen. Wir machen vor der Sendung, sitzen wir eine Stunde zusammen, gucken uns an, welche Themen nehmen wir, überlegen uns, was ist das, worauf wir hinwollen. Und dann hat Dominik eben die Fragen, um das Gespräch dahin zu lenken, wo wir hinwollen. Und das heißt, wir haben wirklich nur so Stichworte auf dem Zettel. Und wie Dominik sagt hat, und dann quatschen wir uns eine halbe Stunde durch. Der Unterschied zu Tacheles ist, dass wir nicht auf die Uhr gucken müssen bei Tacheles. Bei Antispiegel TV, du hast so ein Fernsehstudio, hast du eine Kamera und darunter ist eine Uhr. Das heißt, dann heißt es immer, wir fangen 14:12 Uhr an, Regie seid ihr bereit. Und dann, wie lange jetzt? Wir haben so und so viele Einspieler, also das dauert jetzt 11 Minuten. So, dann wissen wir, es ist 14:11 Uhr, wo es anfängt und 14:22 Uhr gehen wir in die Pause, dann machen wir Schluss. Das ist ein bisschen für mich immer noch schwierig, ungewohntes Arbeiten, finde ich wirklich anstrengend, aber es macht im Endeffekt trotzdem Spaß. Also das nur für die Leute, die jetzt gar nicht draußen gar nicht wissen, wie das funktioniert im Fernsehen. Für mich ist das eine ganz neue Erfahrung und sehr spannend und die Fernsehleute haben, ich glaube, die hassen mich hinter den Kulissen, also, aber da müssen sie durch, weil ich bin so, anders funktioniert es mit mir nicht. Ja, ich meine, Tacheles ist ja auch eher so ein ungezwungener Talk ohne Zeitlimit. Wir haben ja auch schon mal die 3 Stunden gerissen, weil wir uns einfach verquatscht haben. Das ist eher so ein lockeres Gespräch, die du mit den Inhalten füllst. Und Dominik, ich sehe mich da genauso wie dich als Stichpunktgeber für Thomas, weil ich meine, die Themen haben wir alle auf dem Schirm, aber die Detaildichte, die steckt halt in dem Herrn Röper drin. Und deswegen finde ich es auch so interessant, diese Formate zu machen. Interessant, was du da erzählt hast. Nur noch ein kleiner Punkt zu den Schreibfehlern, Thomas. Ich habe mal mit einem Autor gesprochen, der hat mir erzählt, er hat sein neuestes Buch von 3 verschiedenen Lektoren bearbeiten lassen, hat es selber 5-mal gelesen, 5-mal gelesen und am Tag vor der Drucklegung hat er es am Abend nochmal selber gelesen, mit seiner eigenen Schwester zusammen, laut vorgelesen, sich gegenseitig und haben immer noch 3 Fehler gefunden. Also es ist Ja. fast unmöglich, einen Schreibfehler zu entdecken, also alle Schreibfehler rauszukriegen. Es ist unvorstellbar. Wir lesen ja nicht Buchstabe für Buchstabe, sondern wir lesen in Wortbildern. Und diese Bilder, die fängst du an und dann der Rest macht das Gehirn selber fertig, mehr oder weniger. Das kenne ich auch von meinen Büchern. Also, das ist ja, wenn man Bücher schreibt, ist ja hinter ein Lektor drauf, da sind trotzdem immer noch Fehler drin. Das Lustigste war, das habe ich nie erzählt, mein letztes Buch hier, das Ukraine-Kartell, da haben ganz viele Mails gekriegt, weil in der ersten Auflage waren affig Fehler, viele drin. Und woran lag das? Interner. Der Lektor hat es kontrolliert, wir haben drauf geguckt, alles super. Und dann hat der Lektor aber blöderweise die unlektorierte Version in Druck geschickt. Oh Mann, ey. Also für alle, die so Sammler, ne, die Erstauflage von das Ukraine-Kartell, das wird irgendwann Sammlerwert haben. Das ist also Shit happens. Aber ich finde, dass das eben den Antispiegel-Blog und Thomas im Allgemeinen auch irgendwie so ein bisschen ausmacht, dass er eben nicht dieser aalglatte, geleckte Typ ist, sondern jemand ist, der ganz offensichtliche Ecken und Kanten auch hat. Und das macht ihn meiner Meinung nach ganz besonders sympathisch und auch irgendwie nahbar. Bin lieb von dir. Aber er ist ein ganz schön schwieriger Kopf hier. Das hast du auch schon mitgekriegt. Wenn er mit seinem Schädel durch die Wand will, dann kann ihn davon nichts abhalten. So ist er Das halt ist einfach. richtig. Ja. Ja, das ist ja auch das Problem. Ne? Antispiegel TV, auch wenn das natürlich ein Vertrag ist, wo er TDS-Ausstrahlungsrechte hat und mir hinter den Kulissen mit der Infrastruktur hilft,
Aber wir haben in der Redaktion immer viel Spaß, weil wenn die sagen, wir sind RT, wir machen so, ich sage, ihr seid nicht RT, wir sind ja Antispiegel TV. Thomas hat den Hut auf, da wird Also da bin ich recht nervig niemand nach teilweise, deiner glaube Quatschen. ich. Ja, ich bin da etwas anstrengend. Aber müssen sie durch. Die wollten mich haben und jetzt haben sie mich so. Das ist super. Ich habe mich gerade an etwas erinnert, was ich gestern jemand geschickt habe. Und zwar geht es darum, also das Beispiel, was wir gerade hatten mit dem Ja, Lesen in genau. Bildern. Ich muss euch das unbedingt mal zeigen. Das ist für viele natürlich im ersten Moment totaler Kauderwelsch, aber wenn man das anfängt zu lesen, dann, Dominik, versuch's mal. Ein Ja, Beispiel aus einer ey, man Hirnstudie. kriegt das halbwegs hin. Also diese Mitteilung Dient als dient Beweis als dafür, Beweis was? dafür, ja, Was für ja genau, erstaunliche was Dinge unser für Verstand erstaunliche leisten Dinge kann. unser Verstand leisten kann. Beeindruckend, am Anfang war schon schwer, aber jetzt in der Zeile, In dieser Zeile in dieser liest Zeile, es dein Gehirn okay, reicht automatisch, ohne darüber mir. nachzudenken. Sei stolz darauf. Also teile dieses Bild, wenn du es lesen kannst. Es ist echt erstaunlich, dass da Buchstaben drinstehen und Zahlen und total verwurstelt und trotzdem kann das Gehirn das machen. Also so Ich viel habe mal zum Thema. ein ähnliches Bild gesehen. Da war das nicht mit Zahlen und sowas, sondern da war die Wörter waren die Buchstaben innerhalb des Wortes waren komplett durchgemixt. Nur der Nur der erste erste. und der letzte Buchstabe sind korrekt und dazwischen ist alles komplett durcheinander gemixt. Man kann es trotzdem lesen. Es ist verrückt, ja. Es ist erstaunlich und deswegen findet man diese Schreibfehler nicht. Ja. Again what learned, hatte unser Lothar Matthäus gesagt. Aber lasst uns jetzt mal auf eure Situation kommen. Ihr beide seid Deutsche, die ihren Lebensmittelpunkt jetzt in Russland haben. Thomas, du bist schon seit Ende der 90er Jahre in Russland und hast von da aus auch deine berufliche Karriere gehabt. Und Dominik, du bist jetzt als junger Mensch nach Russland gezogen. Erzähl doch mal ein bisschen, Dominik, was hat dich dazu bewogen? Seit wann bist du jetzt in Russland und wie hat sich dein Leben so in den letzten, seit du da bist, wie hat sich das entwickelt? Also ich bin jetzt fast ein Jahr da, noch nicht ganz, aber ich glaube 2, 3 Wochen fehlen nur noch. Wo hast du vorher Viel mehr ist es gewohnt? nicht. Wo warst du vorher? Davor habe ich in Berlin gewohnt Berlin selber. für ungefähr 2 Jahre, nicht ganz. Und davor in Mecklenburg-Vorpommern, was meine Heimat ist. Okay. Du Genau. Ich bist. habe auch zwischenzeitlich mal auf der Insel, der chinesischen Insel Taiwan gelebt. Aber das ist ein anderes Referendum, Thema. Referendum. Du bist also Ja. im Osten noch aufgewachsen, oder? Genau, ja, ich bin Ich nehme komplett mal im an, du Osten bist nach der aufgewachsen. Wende geboren, logisch, oder? Ja. Also Ja, ich bin hast nach du der Wende keine geboren. DDR-Vergangenheit, nicht, da bist du zu jung dazu, gell? Nee. Okay, alles klar. Nur Nee. Aber von da. trotzdem Ostdeutscher mit voller Überzeugung, ja. Gelernter Ossi, haben die Leute gesagt, Genau. ja. Also bist du Genau, von Berlin ja. dann nach Moskau vor knappem Jahr. Genau, also das hat natürlich berufliche Hintergründe gehabt, ne? Also ich habe ja schon etwas länger für RT gearbeitet, seit Ende 2021 schon. Und RT wurde ja zunehmend härter sanktioniert. Das kam ja nicht alles auf einen Schlag, sondern das war auch so ein bisschen Schritt für Schritt für Schritt hat man eben versucht, uns in Berlin das Leben immer schwieriger zu machen. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo dann eben von RT dann auch die Frage kam, du Dominik, kannst du dir nicht vorstellen, nach Moskau zu gehen und dort die Nachrichten zu moderieren? Wir könnten da Verstärkung gebrauchen und würden dich da gerne sehen. So, und dann habe ich mir das überlegt. Es war ja nicht mein allererstes Mal. Ich war ja 2022 schon mal für 2 Monate in Moskau gewesen und hatte da auch die Nachrichten moderiert. Da war es aber ganz, also von vornherein zeitlich begrenzt, dass ich es eben nur für 2 Monate tun würde und dann wieder zurück. So, und als ich dann eben gefragt wurde, ob ich es mir wieder vorstellen kann, nach Moskau zu gehen, aber dieses Mal für mindestens ein Jahr, habe ich zwar kurz überlegt, aber relativ schnell gesagt, ja, doch, nee, das will ich. Da habe ich Lust drauf. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der abenteuerlustig ist. Das muss ich dazu sagen. Also ich freue mich immer wieder mal über einen Tapetenwechsel, immer wieder mal was Neues zu entdecken und was Neues zu erleben. Ich erkunde gerne die Welt und dementsprechend war das eine Herausforderung sozusagen, der ich mich mit Freude gestellt habe. Du bist auch Und so kam familiär, es dann. du bist auch familiär nicht gebunden, also keine Frau, keine Kinder.
Genau, also ich will jetzt nicht zu sehr auf den privaten Ja. Rahmen eingehen, aber alles dahingehend hat es für mich Also funktioniert, ja. kurz und knapp, unverheiratet seines Wissens keine Kinder. Genau. Du, nochmal zurück auf die Arbeit in Berlin bei RT, die du damals gemacht hast. Wieso bist du zum Feind? Ja, weil wenn man jetzt so die Aufgeregtheit in unseren Medien wahrnimmt, dann ist ja alles, was mit Russland verbunden ist, per se das Reich des Bösen und ganz dämonisch und überhaupt. Und wie kann man denn als vernünftiger Mensch überhaupt eine Arbeit bei RT in Betracht ziehen? Was waren für dich die Beweggründe damals, dass du gesagt hast, ich mache das? Ja, also das war ja 2021, wo die Gemüter ja schon am Kochen waren, aber noch nicht ganz so hoch wie natürlich seit Februar 22 dann, ne? Also es war schon noch mal was anderes. RT war noch nicht sanktioniert und durfte an sich in Deutschland als ganz normales Medium agieren. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade mit meiner Ausbildung fertig. Die habe ich gemacht bei einem lokalen Fernsehsender in Greifswald. Also komme ich sozusagen aus der TV-Sparte schon von Haus her und wollte dann natürlich nach Ende der Ausbildung irgendwie hoch hinaus. Und ich habe mich natürlich umgeguckt, habe gedacht, okay, wo könnte ich mich denn sehen? Ja, und habe mich mit der Berichterstattung verschiedenster TV-Sender auseinandergesetzt und habe mich nirgendwo so richtig heimisch gefunden. Also ich habe so öffentlich-rechtliche so oder so nicht, ja, die waren mir noch nie so wirklich koscher. Und auch in den privaten Medien, ja, gab es nichts, wo ich jetzt gedacht habe, ja, da passt mir die redaktionelle Ausrichtung, die Art und Weise, wie da berichtet wird. Das kann man an verschiedenen Themen festmachen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass zu dem Zeitpunkt für mich die Außenpolitik gar nicht das Kernthema war. Das war natürlich auch was, wo ich die Berichterstattung in vielen Fällen kritisch gesehen habe. Aber mir ging es damals eher um Themen wie die Migrationskrise, die Corona-Politik. Ne? 21 war ja Corona noch ein ganz, ganz großes Thema. Also ich wäre nie zu einem Sender gegangen, der sozusagen Sprachrohr der Regierung macht und sagt, ihr sollt gefälligst Masken tragen und euch impfen lassen. Hätte ich mir niemals vorstellen können. Und dementsprechend war im TV-Bereich, also ich wollte im TV-Bereich bleiben, weil ich habe TV-Journalismus gelernt und dann geht man nicht in den Print jetzt beispielsweise zu Nachdenkseiten oder sowas, was vielleicht ja von der Ausrichtung schon eher zu mir gepasst hätte. Und zu dem Zeitpunkt hat eben auch RT so eine große Kampagne gehabt, dass sie eben einen TV-Sender auf Deutsch aufbauen wollen. Den gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Da war das nur Online-Berichterstattung und es gab verschiedene Videoformate, aber keine Live-Nachrichten. Kein Und Studiobetrieb, ja. genau. Und das befand sich also zu dem Zeitpunkt im Ausbau. Sie haben Leute gesucht, explizit mit TV-Erfahrung. Ich muss natürlich schon sagen, ich war auch so ein bisschen skeptisch. Na, okay, nicht, dass ich was gegen Russland gehabt hätte oder so, aber so, naja, ein Sender, der staatlich finanziert ist, naja, überleg dir das mal. Und dann habe ich mich aber intensiv damit beschäftigt, was auf RT produziert wird und was dort gesendet wird. Und dann musste ich sagen, ja, das hat mir gefallen. So, da habe ich gemerkt, okay, hier wird kritisch berichtet über alle möglichen innenpolitischen Themen. Hier wird ein interessantes außenpolitisches Bild eben auch vermittelt, was man sonst so nicht bekommt, ja, was definitiv den Horizont nur erweitern kann. Und ja, nach reiflicher Überlegung habe ich dann entschieden, mich zu bewerben und das hat dann eben auch geklappt. Ja, und dann bin ich da gelandet und dann relativ schnell dann als Korrespondent dann tätig geworden und dann eben später Moderator. Okay. Also ja, super, dass das geklappt hat. Aber wie hat sich das Ganze dann verändert nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine? Was war für dich da zum ersten Mal dann so, okay, jetzt wird's heiß hier oder was ist passiert eigentlich? Nimm uns da mal mit. Naja, das war natürlich für uns alle ein riesiger Schock, muss man ganz ehrlich sagen. Also der 24. Februar war auch in Berlin und so weiter, ne, war das sehr. Da haben natürlich auch, muss man ganz ehrlich sagen, auch verständlicherweise sich dann einige entschieden, dann nicht mehr dabei zu bleiben. Einfach auch, weil man natürlich dann unter einem ganz anderen Druck steht, wenn man für RT weiter tätig ist. Ne? Also. Wenn man gerade vor der Kamera steht oder so und dann sich diese Situation so hart verschärft, ne, dass die öffentliche Kritik gegenüber RT, die wurde ja auf 180 hochgedreht in diesem Moment, wurde sofort über Sanktionen gesprochen und so weiter und so fort. Und da kann man den Leuten natürlich nicht übel nehmen, wenn sie sagen, oh,
das ist mir zu heiß, dass ich hab ein Leben, ich möchte nicht, dass Leute mich belästigen. Aber für mich stand das nicht zur Debatte. Auch wenn bei mir der Schock groß war, war für mich klar, nee, gerade jetzt, gerade in harten Zeiten, ist es wichtig, dass den Leuten auch, dass die andere Seite vermittelt wird. Gerade dann ist es umso wichtiger, weil natürlich war ja auch klar, dass dann sozusagen die Einseitigkeit in den deutschen Mainstream-Medien nochmal um 300% hochgefahren wird, ne? Wenn die in diesem Modus dann auf einmal operieren. Und dementsprechend war für mich ganz klar, nee, wir müssen gerade jetzt den Leuten eben auch die Möglichkeit weiter bieten, sich von der anderen Seite informieren zu können. Und da bin ich froh, dass ich dabei geblieben bin. Wir kommen gleich noch mal ein bisschen mehr auf dein Leben, aber jetzt, Thomas, würde ich dich gerne noch mal mit reinholen, und zwar, weil wir jetzt kurz vor dem Zweijährigen sind. Also 24. Februar ist in ein paar Tagen, jährt sich der Beginn dieses Krieges in der Ukraine zum zweiten Mal. Und jetzt kannst du dich erinnern noch an dein Gefühl damals, weil ich glaube, wir haben ein paar Tage vorher haben wir Tacheles aufgezeichnet, und da war dann eben die Anerkennung der Donbass-Republiken, und du selber hast noch gesagt, so, das war's jetzt, jetzt ist erstmal Schluss, jetzt ist erstmal Ruhe, jetzt ist das ganze Thema durch, jetzt wird erstmal Gras drüber wachsen, das ist jetzt anerkannt, das ist jetzt Russland, jetzt ist vorbei. So, jetzt hat er das erreicht, was er wollte, Putin, das gehört jetzt zu Russland, und ein paar Tage später, ja, sind wir alle irgendwie ein bisschen aus den Wolken gefallen. Kannst du dich zurückerinnern an diese Zeit, was dein erster Impuls war damals? Sehr gut. Tacheles haben wir das so nicht besprochen. Das war im privaten Gespräch. Die Tacheles-Sendung davor, die war, das war eine Woche oder 2 Wochen noch vorher. Die Tacheles-Sendung, da war ich in Moskau gewesen. Da hatten wir noch lustig geredet über die Leute, die nachts im Zentrum auf der Schaukel sitzen. Habe ich ein paar Bilder mitgebracht. Egal. Das war ganz interessant. Wenn ich an Dezember 21 denke, als die Russland die Sicherheitsgarantien vorgeschlagen hat, die gegenseitigen. Da haben wir eine Sendung gemacht, und das weiß ich noch genau, die kam am 21.12. raus. Und da habe ich in dem Zusammenhang gesagt, wenn der Westen jetzt auf die Sicherheitsgarantie nicht eingeht, dann gibt es Krieg. So. Aber das ist jetzt menschlich, ne? Niemand will Krieg, und ich habe da natürlich auch im Prinzip Hoffnung gelebt und gehofft, dass es irgendwie sich vermeiden lässt, weil es konnte sich ja keiner vorstellen, dass sowas passiert. Und als es dann kam, da haben wir auch morgens telefoniert, als am 24. Robert. Und da war ich auch wirklich geschockt. Aber das sind Emotionen. Also ich war dann die ersten Tage auch wirklich durch den Wind, aber irgendwann kommt man ja wieder runter, und dann war die Analyse wieder da, und dann habe ich gesagt, ja, scheiße, es war ja klar. Ich habe es im Dezember mal gesagt, so. Und dann konnte ich mir nicht vorstellen. Also das war eine Achterbahnfahrt. Das war echt eine Achterbahnfahrt. Also wir haben ja auch einen Kollegen, der bei RT gearbeitet hat und dann aufgehört hat. Also insofern kann ich nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, Dominik, dass so viele Leute in dem Moment dann eben auch ein Schlussstrich gezogen wurde für sich, sondern Motto, damit kann ich mich jetzt nicht mehr identifizieren. Und was daraus geworden ist, haben wir ja die letzten 2 Jahre gesehen. Also Russland hatte bisher eigentlich keine Gelegenheit gehabt, sich zu rechtfertigen oder zu erklären. Bis auf ganz aktuell eben jetzt dieses Interview, das Tucker Carlson gehabt hat, da kommen wir natürlich auch nochmal zu sprechen. Wie ging es denn für dich dann weiter, als dann quasi jetzt vor 2 Jahren das angefangen hat? Du hast schon erzählt, du bist vor einem Jahr bist du dann rübergegangen, aber wie war das Jahr davor? Also vom Beginn des Krieges, bis dem du dann nach Russland gegangen bist, hast du in deinem persönlichen Umfeld Druck gespürt oder hast du auch gesellschaftlichen Druck gespürt, dass du als RT-Moderator jetzt hier extrem unter Beobachtung stehst? Also, ich habe definitiv aus dem persönlichen Raum da einiges an Druck abbekommen, ja, definitiv. Also, das war, ohne da jetzt allzu konkret zu werden, auch aus dem Bereich der Familie, ja, wo dann Leute da dann ein ganz großes Fass aufmachen und sagen, ah, wie kannst du nur, so und so weiter und so fort, ja. Zum Glück nicht aus der Kernfamilie, ja, was so Eltern und Geschwister und so weiter angeht. Auch wenn die jetzt nicht unbedingt die größten Fans davon sind, sind die zumindest so weit, dass sie mir zugestehen, meinen Weg zu gehen und selber zu wissen, was für mich das Richtige ist, und mich jetzt nicht da mit der Moralpeitsche da irgendwie aus dem Haus jagen.
Aber auch aus dem Freundeskreis und so gab es da durchaus einige, die sich dann abgewendet haben, ja, wo ich dann plötzlich feststellen musste, oh, dem kann ich ja auf WhatsApp gar nicht mehr schreiben, ich bin blockiert. Gut, ich kann mir schon denken, warum, weil diejenige Person politisch eben woanders steht als ich. Also ich muss auch dazu sagen, ich selektiere meinen Freundeskreis nicht nach politischen Ansichten. Ja, ich bin mit vielen Leuten auch gut, mit denen ich politisch nicht einer Meinung bin. Ja, und dachte eigentlich immer, dass die Freundschaft da drüber steht. Ja, bei manchen ist es so. Ja, es gibt immer noch Leute, mit denen ich auch noch im Kontakt stehe, die teilweise ganz andere Ansichten vertreten als ich. Aber es gibt eben auch Leute, bei denen dann da eben eine gewisse Grenze überschritten war, die dann es für nötig gehalten haben, sich dann abzuwenden. Was schade ist, aber ja, was soll man machen, ne? Das hat Corona auch gezeigt, ja. Dass dann, was sind echte Freundschaften und was nicht und inwieweit kann man andere Meinungen tolerieren und nicht. Also das war für uns alle natürlich eine klärende Zeit. Ich glaube, da war jetzt nicht nur dieser Konflikt in der Ukraine ein Thema, sondern die letzten Jahre waren insgesamt sehr, sehr bewegend. Ja, aber nur um es ein bisschen abzuschließen, hast du es bereut, nach Russland zu gehen? Wie ist es? Wirst du länger bleiben? Nein, Was sind nein, nein, nein. Also deine Wahrnehmungen? ich hab mich schon längst entschieden. Also ursprünglich war das erstmal für ein Jahr angesetzt. So, und inzwischen steht schon fest, dass ich definitiv länger bleibe. Also dass ich, Okay. sagen wir mal, auf unbestimmte Zeit hier bleiben werde. Ja, Okay. also ich habe jetzt nicht vor, in nächster Zeit nach Deutschland zurückzukehren. Wie ist der Kontakt zur russischen Bevölkerung, also speziell auch die Sprachbarriere? Weil ich stelle mir das doch ein bisschen schwierig vor. Französisch, Englisch, Spanisch, das sind Sprachen, die ein bisschen ähnlich sind wie dem. Also wenn man ein bisschen sprachenaffin ist, kommt man da relativ schnell rein und hat die ersten Brocken drauf. Russisch, das hat die Mila Kunis mal in einem Interview gesagt, klingt ein bisschen wie Klingonisch, ja, ohne das abwerten zu wollen. Aber wie kommst du klar mit der Phonetik, mit der Aussprache, mit allem? Ja, ich wundere mich, warum Thomas gerade noch nicht am Grinsen ist. Jetzt kommt es langsam. Das ist so ein kleiner Running Gag bei uns, ja. Thomas zieht mich immer sehr gerne damit auf, dass ich, was Russisch angeht, noch nicht so besonders große Fortschritte vorzuweisen habe. Und seit Bitte? Thomas mich damit öffentlich aufzieht, zieht mich auch meine eigene Community auf meinem eigenen Telegram-Kanal regelmäßig damit auf und schreiben wieder: Ah, Dominik, was ist denn jetzt mit Russisch? Hast du ein Update? Und dann gerade heute Morgen hatten wir das wieder, ja? Oder war es gestern Abend? Ich bin mir gar nicht genau sicher. Aber auf jeden Fall hieß es dann halt wieder: Na, inzwischen Fortschritte. Und dann musste ich dann kleinlaut antworten: Ich habe in diesem Zusammenhang derzeit keine Ankündigung zu machen. Ich bitte um eine Fristverlängerung für Ihre kleine Anfrage. Also, ich muss zu meiner Verteidigung, ja, ich weiß, das klingt jetzt nach blöden Ausreden, aber ich habe hier durchaus sehr viel die Hände voll zu tun mit Arbeit, mit der RT-Moderation und Antispiegel und so weiter und so fort. Und ich habe nicht so viel Zeit übrig, aber ich will das auch jetzt nicht als Ausrede nutzen, um zu sagen, ich mache da nichts. Im Moment ist es so, dass ich eben nicht besonders strukturiert die Sprache lerne, sondern dass ich eben mir hier und da von Leuten Worte beibringen lasse und versuche so, meinen Wortschatz zu erweitern, Schritt für Schritt. Aber es wird, die Ankündigung mache ich jetzt definitiv auch nicht zum ersten Mal, in Zukunft da deutlich mehr Struktur reinkommen. Und ich werde also tatsächlich mal entweder mit einem privaten Lehrer oder mit einem vernünftigen Sprachkurs da hoffentlich bald mehr Fortschritte vorzuweisen haben. Ich So viel zu empfehle in dem diesem Thema. Zusammenhang die Antispiegel-TV-Sendung, die Weihnachtssendung, in der ein Dominik meinte: Ja, also ab Januar habe ich einen Lehrer und dann geht es aber richtig ab hier mit Russisch. Ja, klar, also. Das ist nicht an mir gescheitert, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. An wem denn? Der Lehrer hat Fieber. An der Person, die ich nicht weiter benennen möchte, die mir den Lehrer zur Verfügung stellen wollte, wo nichts draus geworden ist bisher. Das gibt in Moskau nur einen. Nee, aber nur Ich einen, merke schon, das ist so ein Thema bei euch. Das ist, der Punkt ist, Ganz Wunderpunkt. ja, was heißt, mir ist es eigentlich scheißegal. Das Problem ist bei Dominik, er arbeitet in einer, man muss RT mal kennengelernt haben. Das RT ist wirklich ein lustiges Arbeiten, weil du hast da in diesem Zentrum hast du die ganzen Redaktionen. Das heißt, im Grunde braucht Dominik, wenn er unterwegs ist, also natürlich den Freundeskreis brauchst du ja auch bei der Arbeit, auch wenn du in einer neuen Stadt bist, der hat um sich rum nur Leute, die Deutsch und Englisch können. Ja, Ja, dann also da ist sind natürlich natürlich die Russen klar. dabei, aber RT hat eben Leute, die eingestellt, die Sprachen hervorragend können. Also von daher ist es natürlich auch, muss ich jetzt zu seinem Schutz sagen, auch wenn ich ihn weiter verarschen werde, ist Natürlich wird er natürlich dort. schwierig, die Sprache zu lernen, wenn du sie im Grunde gar nicht brauchst.
Weil du kommst ja in Moskau, kommst ja mit Englisch klar, wenn du im Laden bist und in eine Kneipe gehst und so, das geht ja alles. In Russland sind ja auch in den großen Städten überall die ganzen Speisekarten, alle russisch und Englisch. Also ne, in Russland ist oft, ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland heute ist, in Russland hast du oft Speisekarten, vor allem große Bilder, die haben die erst fotografiert, du kannst richtig gucken, wie es aussieht. Das heißt, man kommt schon gut klar ohne die Sprache, auch wenn es natürlich, auch wenn du regelmäßig ausgeschlossen fühlst, wenn wir immer irgendwie alle auf Russisch sprechen, aber damit kann er anscheinend ganz gut leben. Aber das ist natürlich schwierig. Wenn du jetzt keinen Grund hast, wenn dein ganzes Umfeld plötzlich auch in Deutsch-Englisch kann, ist natürlich, musst du Motivation ja irgendwo herholen, die Sprache. Das war bei mir ja anders. Ich hatte Leute, die kein Deutsch kannten, ich musste mich irgendwie rein, hatte eine andere Motivation. Da hat Dominik natürlich mit seinem Umfeld noch eine andere Situation. Zu seinem Schutz, aber er war weiter verarscht, hat er verdient. Ein kleiner Tipp, Dominik, die Liebe kann ein sehr großer Motivator sein, eine Sprache zu lernen, ja. Genau, wenn du bei RT arbeitest und die alle Deutsch und Englisch können, hilft das auch nicht weiter, Robert. Ich weiß nicht, Ich wenn weiß schon, Dominik was da du hat, meinst, nicht hat, ja. aber das wird schwierig, in dem Umfeld jemanden zu finden, mit dem man Russisch sprechen muss. Aber trotzdem, wie ist denn das Leben in Russland? Für Thomas ist das jetzt die Hälfte seines Lebens fast, ja, dass er da drüben ist. Und für dich als Neuankömmling, wie gestaltet sich der Umgang mit der einheimischen Bevölkerung? Wie ist der Alltag? So, was nimmst du wahr? Ist es dieses repressive, autokratische Land, das quasi unter der Knute lebt und die Menschen alle unglücklich und nur in Ecken flüstern und so sind? Wie ist so dein Eindruck? Ja, also ich merke davon nichts, ehrlich gesagt. Also von dieser erdrückenden Autokratie, die immer Russland unterstellt wird. Ja, also fangen wir vielleicht mal woanders an, was die Bevölkerung angeht. Also die sind hier super, super aufgeschlossen und freundlich, ja, auch zu Leuten, die eben aus anderen Ländern kommen, die selbst aus einem ja offiziell unfreundlich gesinnten Land wie Deutschland kommen, ja, sind die Leute total tolerant und offen, ja, die machen also mich hat noch nie hier irgendjemand für die Handlungen der deutschen Regierung irgendwie in Mitverantwortung genommen, nicht Okay, einmal, ne? okay. Und das liegt nicht nur daran, dass ich den Leuten in der Regel schon relativ früh im Gespräch sage, wo ich arbeite. Das ist grundsätzlich widerstrebt das meinem Eindruck nach der russischen Denkweise, irgendwie jemanden da in Kollektivverantwortung zu nehmen für die Handlung seiner Regierung, was wiederum ja mit was Deutschland teilweise anders ist, ne? Wo man dann zumindest von den Russen verlangt, sie müssen sich doch unbedingt distanzieren von Putin, ansonsten sind sie mit Schuld und was weiß ich das, ja. Also super freundlich alle. Man wird total nett aufgenommen, die Leute geben sich Mühe, mit einem zu sprechen und so weiter und so fort. Ja. Also da super, super herzlich. Und was so diese Meinungsäußerungen und so weiter angeht, also ich habe regelmäßig Leute, die mir auch in der Kneipe ganz viel erzählen von wegen, wie blöd sie dies und das alles finden, ja. Und die kommen immer wieder. Also die verschwinden nicht irgendwie am nächsten Tag plötzlich, sondern die sehe ich da regelmäßig, ja, schon seit Monaten. Aber Also. Beispiel, was ist denn etwas, was in der russischen Seele kocht, was die Menschen in Russland aufregt, was man bessern könnte? Thomas hat zum Beispiel gesagt, die Behindertensituation mit öffentlichen Zugängen, Barrierefreiheit und so, das ist weit weg von einem Standard, wie wir es haben. Hast du ein paar Beispiele, was die Menschen in Russland sagen, ja, das könnte bei uns eigentlich doch besser sein? Ja, den muss man jetzt unterscheiden, ne? Du hast natürlich die Liberalen, die im Endeffekt das kritisieren, was der Westen in Russland kritisiert, ja. Im Endeffekt, die bedienen sich deren Argumenten. Die sind allerdings dann doch nicht so häufig. Also man trifft sie hier und da, aber man hat das Gefühl, die allermeisten Leute sind eher patriotisch eingestellt und stehen im Gros hinter Russland. Hinter ihrem eigenen Land, ja, und auch hinter der Außenpolitik. Das heißt aber nicht, dass die nicht auch hier und da mal was zu kritisieren haben. Also die kritisieren dann eben teilweise, dass eben dies und das wieder nicht vernünftig gelaufen ist in Bezug auf. Es ist schwer, das jetzt an einem Beispiel festzumachen, aber die sagen dann eben zum Beispiel, dieser und jener Politiker, der in dem und dem Ministerium ist, ja, den halte ich für inkompetent. Putin soll den bitte austauschen. Ja, solche Geschichten sind das dann, ne? Dass sie sich dann eben ärgern über einzelne Leute, die sie nicht für stabil genug und nicht für kompetent genug halten.
Solche Geschichten zum Beispiel. Und ansonsten die Alltagssachen. Du findest immer jemanden, der sagt, ich war im Krankenhaus, das war alles scheiße, die Ärzte sind doof. Du findest immer jemanden, der sagt, Bildungssystem, ich finde die Lehrpläne scheiße. Du findest immer jemanden, der sagt, die Straßen müssten besser, die Infrastruktur. Du findest natürlich, ne, Renten ist immer zu klein. Also das sind alle Sachen, die sind ja nie im Land. Ne? Also das Genau. sind die Sachen, die hier genauso bemeckert werden im Alltag, wo ich aber eben drüber gucke, weil das ist in jedem Land so. Also in jedem Land sagen sie, die Straße hätte schon lange machen müssen wie alle Eltern wissen besser, wie das Bildungssystem zu laufen hätte. Und so, das sind so die Sachen, die genauso wie in Deutschland ständig von den Leuten angesprochen werden. Darum war das für Dominik jetzt so schwer, ein Beispiel zu finden, weil das sind so banale Geschichten. Ja. Aber das ist wie überall anders auch. Wie ist denn der Lebensstandard insgesamt geworden? Also Wir hungern. Wir hungern du alle. kannst jetzt natürlich innerhalb von einem Jahr nicht sagen, du hast das mitgekriegt, aber Thomas, wenn du das jetzt vergleichst mit Ende der 90er, Anfang der 2000er, als der große Ausverkauf stattgefunden hat, wie ist der Lebensstandard allgemein, wie hat er sich verändert? Wir haben es in vielen Tacheles-Sendungen schon besprochen, aber passt jetzt ganz gut rein in dieses Thema Analyse von außen, die deutsche Sicht auf Russland. Also 90er war ja die Hölle. Das war 100 Dollar waren super Gehalt. Also 90er war bettelarm und auch ja, völlig anders. So, und Das dann war die Jelzin-Ära, gell? Das war Boris Jelzin, ja. und Putin hat dann ja sehr schnell die Sachen geändert, indem er einfach nur die russischen Bodenschätze wieder unter russische Kontrolle geholt hat. Und schon 2006 oder 8, also ne, relativ kurze Zeit, 5, 6, 7 Jahre, haben plötzlich in Deutschland die Leute angefangen, sich in den Chats aufzureden, dass die ganzen Russen da in Ägypten, Türkei und Griechenland die Strände stürmen. Und dann habe ich schon immer gesagt, Leute, jetzt müsst ihr euch überlegen, ne? Ist Russland jetzt bettelarm oder haben die so viel Geld, dass sie euch im Urlaub nerven, dass sie plötzlich in Urlaub fliegen können. Also es ging sehr, sehr schnell. Und von daher, also der Lebensstandard in Russland ist längst viel besser, als man das im Westen denkt. Und ich würde inzwischen auch sagen, er ist ganz sicher auf deutschem Niveau. Was immer der Unterschied ist, es gibt so zwei, drei Dinge, die man wissen muss. In Deutschland oder im Westen generell werden immer Bruttogehälter genannt. Das ist, der Durchschnitt so in Deutschland 3.000 Euro, wie geil. Und ihr in Russland mit ich weiß nicht, 800, 900 Euro, das ist ja ein ne, Bettelarm. Falsch. In Russland reden wir von Nettogehältern. Das war das Erste. Und das Zweite ist, in Russland hat fast, also im Grunde jede Familie mindestens eine Eigentumswohnung. Weil in Russland, ich hatte es schon mal erzählt, als die Sowjetunion auseinandergefallen ist, haben die Leute die Wohnung, wo sie wohnen konnten, für eine Bearbeitungsgebühr privatisiert. So, das heißt, es gibt in Russland keine Wohnungsbaugesellschaften und was man so im Westen kennt, das sind alles private Wohnungen. Und das bedeutet natürlich, dass man keine Miete zahlt. Das heißt, man muss einfach sehen, in Russland ist zwar das Gehalt niedriger als in Deutschland, aber die Kosten sind es auch. Du hast keine Miete. Die ganzen Wohnnebenkosten sind viel geringer. Monatsticket für den öffentlichen Nahverkehr auch in so Großstädten wie Moskau oder Petersburg kostet irgendwie 20, 22 Euro. Und so weiter. Benzin kostet 50 Cent. Wenn ich Ja, da kurz also. einhaken darf, ja, um den ganzen deutschen Zuschauern mal einen absoluten Kulturschock zu verpassen, den ich hier tatsächlich auch so ein bisschen so wahrgenommen habe. Die heizen hier mit offenem Fenster. Das ist ganz normal. Also mit offenem Fenster heizen gehört hier zum guten Ton und man geht auch raus zur Arbeit und lässt Heizung an und Fenster auf Kipp. Das ist Weil das so absolut, also. billig ist oder weil das überhaupt nicht im Bewusstsein drin ist? Das liegt auch teilweise daran, dass du die Heizung gar nicht ausstellen kannst. Dass die teilweise über die Wintermonate, also die wird quasi über die Wintermonate dann angeschaltet und im Sommer wieder deaktiviert, ja, für das ganze Gebäude sozusagen. Die ganze Stadt. Bei manchen, also es ist nicht bei allen so, es gibt natürlich auch Heizungen, die den Regler haben, aber grundsätzlich ist das hier einfach diese deutsche Denkweise im Sinne von, oh, wir müssen hier jeden Tropfen Gas dreimal auf die Waage legen und dreimal nachzählen, weil sonst die Nebenkostenabrechnung explodiert. Ja, das ist eine Denkweise, die hier so gar nicht existiert, sondern das ist Also, einfach, das ist die Kultur hier sozusagen so. Und wenn ich zu dem, was Thomas gesagt hat, noch kurz was anfügen darf, ist ja auch so, dass hier die Preise zum Beispiel auch für die Grundnahrungsmittel sehr, sehr, sehr niedrig sind. Also das kommt ja auch noch dazu, ne? Dass also gerade wenn es einfach jetzt um die Basics geht, kommt man mit sehr, sehr wenig Geld zurecht. Wenn man Luxus haben will oder gerade Sachen, die jetzt sanktioniert sind und so, die sind natürlich durchaus teuer, keine Frage. Aber einfach zu leben ist sehr bezahlbar hier. Und ich würde sagen, insgesamt ist der Lebensstandard in Moskau höher als in Berlin. Persönliche Einschätzung,
aber so nehme ich es wahr. Schließe ich mich an, also gerade Moskau und Petersburg sind ja nun sehr reiche Städte und Berlin wohl nicht so. München könnte man vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ja, Lebensstandard ist, wie gesagt, tatsächlich hier völlig in Ordnung inzwischen, auch wenn du aus Moskau rausfährst. Also zu der Heizung ganz kurz als Erklärung. Das war im Sozialismus, als Sowjetunion war, hatten die Heizung alle keine Regler. So, und wenn du dann im Winter plötzlich mal plus 5 Grad hast und die Heizung bollert, als wenn es minus 20 wäre, dann kannst du gar nicht anders regulieren als Fenster aufmachen. Heute, wie gesagt, wenn neu gebaut wird, wenn renoviert wird, da kommen natürlich neue Heizkörper rein mit Reglern, das ist alles gut, aber so, es kommt daher, die kannten es gar nicht anders, das war eben so. Okay, verstehe. Gibt auch einen anderen Witz, den Dominik, ich weiß nicht, ob du jetzt, wo du wohnst, ob du da einen Boiler hast, wenn nicht, stell dich darauf ein, im Sommer ist manchmal 2 Wochen kein heißes Wasser da. Ich kenne das, ja, das habe ich letzten Sommer schon mitgemacht, also hier, für Warmduscher ist Russland nichts tatsächlich, weil im Sommer wird kalt geduscht, ist einfach so. Ja, das ist auch wieder so. Da werden die ganzen Rohre gewartet, das habe ich mir schon erklären lassen. Ja, genau. Die Rohre werden alle gewartet, weil im Winter ist halt hier teilweise minus 40 Grad und das ist für die Rohre halt ein bisschen problematisch, deswegen müssen die einmal im Jahr vernünftig gewartet werden. Und dann gibt es halt einfach mal 2 Wochen kein warmes Wasser, da muss man dann halt mit klarkommen. Okay. Also deshalb ist für mich, für jeden, der Gedanken hat, nach Russland zu gehen, denkt dran, wenn ihr... Sucht euch eine Wohnung mit Gasboiler, weil dann habt ihr das Problem nicht. Also Russland. Das war für mich, seit ich in Russland wohne, war immer meine Zwangsbedingung. Eine Wohnung ohne Gasboiler kommt nicht in Frage. Russland ist nichts für Warmduscher. Das hat der normale Zuschauer wahrscheinlich jetzt schon auch so mitgekriegt, wenn man Russland eher mit Winter assoziiert. Aber wie ist es denn jetzt mit politischer Opposition? Der Musteroppositionelle Nawalny wird ja immer herangeführt, dass da quasi in Russland dieses autokratische System herrscht und wir sehen auch in unseren Medien immer wieder unschöne Szenen, wie irgendwelche uniformierten Truppen da Demonstrationen auseinandertreiben und ganz rabiat vorgehen und so weiter. Also dieses Bild des diktatorischen Systems wird also perpetuiert bei uns, wird permanent aufrechterhalten. Was kannst du da wahrnehmen, Dominik, aus der russischen Bevölkerung? Darf ich ganz kurz, bevor Dominik was sagt, ich möchte nur jedem empfehlen, sich die Bilder von den Robert Geile spricht genau anzugucken, weil wenn ihr seht, wie in Russland die Polizisten zu einer Demo kommen, dann haben die keine Schutzkleidung an und bestenfalls einen Gummiknüppel und oft sogar im Sommer kurzärmlich. Und vergleicht das mal bitte mit den Bildern, wenn deutsche Polizisten zur Demo kommen, nur so am Rande. Also das kann ja jeder mal vergleichen. Okay, ja. Also ich muss sagen, dass ich dazu gar nicht so viel sagen kann, weil ich habe persönlich nichts davon wahrgenommen. Ja, also ich kenne eine Person, die ich persönlich kennengelernt habe, die nun im Knast sitzt. Das hat aber nichts mit politischer Opposition zu tun, sondern der hat besoffen Auto angezündet. Also der war blöde. Wen kennst du denn da drüben, Alter? Den kenne ich, das war jetzt, der war jetzt nicht Teil meines engsten Freundeskreises, oder das war jemanden, den man halt aus der Kneipe kannte. Und dann hieß es dann eine Woche später, übrigens, der sitzt im Bau. So, okay. Gut, solche Leute gibt es überall. Ja, ja. Okay, aber ich kenne niemanden, der irgendwie aus politischen Gründen inhaftiert wurde. Ich kenne das vor allem aus westlichen Medienberichten, ja. Und ich muss sagen, dass ich da eine gewisse Skepsis habe, weil ich der Meinung bin, wenn das so aus Richtung der westlichen Medien kommt, dann ist das keine ehrliche Kritik, sondern dann ist das immer nur ein Angriffswinkel, um Russland schlecht zu machen. Ja, das wird dann versucht, hier irgendwo einen Ansatzpunkt für die Brechstange zu finden, um da irgendwie gegen Russland zu schießen. Ich denke, dass, womit ich jetzt auch nicht sagen will, dass das alles absolut erlogen oder stunken ist, aber ich bin der Meinung, das sind Dinge, mit denen sich die russische Gesellschaft auseinandersetzen muss und die sich da im Endeffekt selber um ihre eigenen Zustände kümmern muss. Ja, ich bin nicht der Meinung, dass jetzt quasi Leute vom Westen heraus sich da moralisierend den Zeigefinger erheben sollten und dagegen Russland zeigen sollten, wenn man gerade, vor allem wenn man daran denkt, dass eben im Westen selbst autoritäre Tendenzen in Bezug auf die Opposition immer spürbarer werden, dann sollte man sich da mit der Kritik doch ein bisschen zurücknehmen. Ich muss noch was erklären, das weißt du vielleicht auch gar nicht, Dominik. Warum können die westlichen Medien ständig berichten, wenn es mal eine Demo gab, wurden ganz viele verhaftet? Ganz einfach. Die Demos werden in der Regel, die melden ihre Demos nicht an, das kannst du auch in Deutschland setzen. Kannst du mal versuchen, eine Demo zu machen, irgendwie Pegida und nicht anmelden, mal sehen, wie lange die Demo läuft. Also das ist eine. Und dann ist in Russland die Rechtslage welche? Die werden eingecatcht, kommen auf die Wache und das dauert dann richtig, da gibt es ja viele, das dauert lange, werden alle Personalien aufgenommen. So, da können die schon mal an die Medien sagen, 1000 Leute verhaftet.
dass all die 1000 Leute nach 5 Stunden wieder zu Hause waren, das vergessen zu berichten. Und dann, was ist das Nächste? So eine Demo, so eine Demo mitzumachen, ohne die nicht genehmigt ist oder nicht angemeldet, ist in Russland keine Straftat, ist nur Ordnungswidrigkeit. Das heißt, es ist erstmal nur eine Geldstrafe, wie falsch parken. In Russland gibt es aber bei Ordnungswidrigkeiten, wenn jemand es übertreibt, gibt es auch Ordnungshaft bis zu 30 Tage. Das heißt, im Wiederholungsfall kann es auch sein, dass jemand mal für 10, 15 Tage dann in Ordnungshaft kommt. Ist immer noch keine Straftat, der ist nicht vorbestraft. Das ist eben eine Besonderheit in Russland. Aber das macht es natürlich den westlichen Medien furchtbar einfach, ständig von Verhaftungen zu reden, obwohl es im strafrechtlichen Sinne keine sind. Das ist keine Straftat, da geht keiner 4 Jahre in den Bau. Die meisten sitzen 5 Stunden auf der Wache und warten, bis sie ihre Personalien zeigen können. Und dann gehen sie wieder nach Hause mit dem Strafzettel. Also das muss man wissen. Aber das ist natürlich für die westlichen Medien, für die Propaganda, ist es natürlich gewundenes Fressen. Es gibt ja einige Journalisten, die doch eine ziemlich lange Zeit in Russland gelebt haben und jetzt nicht nur Boris Reitschuster, Entschuldigung, sondern auch andere, die also durchaus Erfahrungen gesammelt haben in dem Land. Und da ist jetzt also das Loblied auf dieses System nicht ganz so groß ausgefallen. Und ich meine jetzt gar nicht mal die Journalisten, die per se immer etwas suchen, wo sie dann drüber schimpfen können, sondern dass das Bild dieses Russland, was ihr zeichnet, bei nicht allen Menschen so verfängt. Könnt ihr euch das erklären, warum eure Wahrnehmungen da ganz anders sind, wie dem, was zum Beispiel wie der Reitschuster gemacht hat? Und der ist ja eigentlich ein schlauer Mensch, ne? Der ist jetzt keiner, der per se schlecht redet über Dinge nur aus ideologischen Gründen. Wenn man ihn anschaut, was er bei Corona gemacht hat, der scheint das Herz und den Verstand am rechten Fleck zu haben. Warum ist gerade bei Russland jetzt so ein Problem bei manchen Leuten und nicht nur jetzt Reitschuster? Das müsstest du die Frage. Also bei Reitschuster konkret gibt es ja sehr gute Hinweise darauf, dass er an der Integrity Initiative sitzt, also hängt, dranhängt, und das ist ein Verein vom britischen Geheimdienst, der gegen den ganzen Europa antirussisch arbeiten soll. Gibt's Hinweise, dass er bei denen im Boot sitzt? Geleakte Dokumente. So, egal. Also ich will da gar nicht spekulieren. Das musst du die fragen. Also was ich aus eigenem Erleben kenne, ist, dass die Journalisten, die ich gesehen habe, die fanden es alle nicht so schlimm hier. Die haben alle ganz gerne hier gewohnt. Also es ist nicht so, dass die jetzt das Scheiße finden. Aber sie haben natürlich auch eine Redaktion, in der erwartet wird, was man sagen muss. Und ansonsten, ich würde sagen, musst du die fragen. Lad doch mal eine Christina Hebel zu Homeoffice ein. Also meine Lieblingsfreundin vom Spiegel. Soll sie dir erzählen, was ihre Meinung ist dazu? Ich weiß es nicht. Ja, das ist Staatsfunk. Also ich kann mich dem nur anschließen. Ich würde sagen, jeder hat ein Recht auf seine Meinung, ja. Und man muss natürlich dazu sagen, dass Russland eben auch ein Land ist, was eben eine gewisse Ausrichtung eben einfach auch mal hat, ne? Also es ist grundsätzlich eher konservativ geprägt. Es ist grundsätzlich ein Land, in dem Patriotismus eben gelebt wird, ja. Und es gibt einfach Leute, denen schmeckt das nicht. Und dann gefällt es denen halt hier nicht so sehr. So. Ja gut, das ist vielleicht auch für die westlichen Journalien, ne? Wenn das jetzt so, wie es immer heißt, ich mag den Begriff nicht, links-grün geprägte Menschen sind, also der klassische Bodensatz aus den deutschen Redaktionen, wenn du so einen nach Russland schickst, dass es dem nicht gefällt, kann ich vielleicht verstehen. Da finde ich Patriotismus eh doof. Und dann sind die Russen ja, ne, so Klimawandel und so, das ist für die Russen kein Thema. Das ist ja bei euch so, die Russen sagen, wo jetzt, wie jetzt? Also das heißt, so die Standardthemen, die im Westen gesetzt werden, wo man sich im Westen für gegenseitig auf die Fresse hauen kann, Klimawandel etc., die spielen alle keine Rolle. Ja, wie Dominik sagt, wenn du jetzt so einen hast, der herkommt und das Erste, was er sieht, ist, ich mache im Winter, hab die Heizung bollern und mach das Fenster auf, dreht ja schon am Rad, rein intuitiv. Also von daher muss man die Leute fragen, aber es ist natürlich anders und wer das nicht mag, der mag es nicht, aber ich denke, also menschlich, ich habe jetzt noch keinen erlebt, der sich menschlich hier unwohl gefühlt hätte. Aber kann es bestimmt auch geben. Naja, das ist etwas, was viele Leute berichten, wenn sie zum ersten Mal aus Russland zurückkommen, dass die Gastfreundschaft da sehr groß geschrieben wird, gerade auch bei slawischen Ländern. Also meine Erfahrung ist, dass da sehr viel Essen aufgetischt wird, wenn man da kommt. Da wird man also schon überversorgt. Ja, die Gastfreundschaft ist da schon manchmal so an der Grenze des Ertragbaren. So, oh nee, ich habe schon genug gegessen, weißt du so. Aber jetzt mal, um auf aktuelle Ereignisse zu kommen. Darf ich ganz kurz da rein, eine Geschichte aus eigenem Erleben, genau dazu. Die habe ich, glaube ich, noch nie erzählt. Vor 20 Jahren hat mein Vater mich hier besucht und da haben Freunde geheiratet. Da habe ich den Vater auf die Hochzeit mitgenommen. Und Russland-Hochzeit, das ist ein Saal und da kommst du rein und die Tische sind voll mit Essen. 1000 verschiedene Salate, bla bla bla. So, und dann ist da irgendein Moderator, der führt so durch den Abend mit einem Partyspiel und mit Anekdoten, bla, und zwischendurch wird getanzt. Und mein Vater saß an diesem Tisch und hat natürlich angefangen, sich zu bedienen und zu essen.
Und der hat gefressen wie wild, er war glücklich, alles lecker, toll. Und nach 2 Stunden kam die Kellner und sagt, was hätten Sie jetzt zum Hauptgericht? Mein Vater so, was? Ja, jetzt sag ich, das war nur die Salate. Jetzt kommt hier, was, willst du Fleisch oder Fisch? Und mein Vater so, wer soll das alles fressen? Also, Also das, wenn ich nie vergessen, wie er Gericht ist, dem fehlt alles raus. Was für ein Hauptgericht. ist aber bei Italienern und Türken auch ähnlich, ja. Da wird also bei solchen Festivitäten, Hochzeiten, Taufen, was weiß ich, wird da auch ganz schön aufgetischt. Ich glaube, da sind wir Deutschen ein bisschen so nach Motto, nicht zu viel, nicht, dass wir es wegschmeißen. Egal, aber lasst uns jetzt mal ein bisschen aufs aktuelle Geschehen kommen. Wir hören immer krassere Aussagen von unseren Politikern, von unseren Militärs, dass also jetzt dieser, so wie es immer geframed wird, dieser völkerrechtswidrige, illegale, brutale Angriffskrieg von Russland, der komplett unprovoziert war, ja, böses Russland, armes Ukraine, dass das jetzt in immer neue Sphären geht. Meine Frage zielt auf ein Zitat hinaus von einem gewissen Ex-Oberst namens Roderich Kiesewetter. Den habe ich hier gerade eingeblendet. Der hat ein paar krasse Aussagen von sich gelassen und eine Frage daraus wird jetzt gleich nochmal formuliert von mir. Hört mal zu, was der gerade vor ein paar Tagen gesagt hat. Der Krieg muss nach Russland getragen werden. Russische Militäreinrichtungen und Hauptquartiere müssen zerstört werden. Wir müssen alles tun, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, nicht nur Ölraffinerien in Russland zu zerstören, sondern Ministerien, Kommandoposten, Gefechtsstände. Es wird an der Zeit, dass die russische Bevölkerung begreift, dass sie einen Diktator hat, der die Zukunft Russlands opfert, der die Zukunft der russischen Jugend, auch der ethnischen Minderheiten opfert. Dass dies ein Land ist, das im Grunde genommen den Krieg in die Welt trägt, statt eine Friedensmacht zu werden. Eine steile Aussage von einem Ex-Militär, der war mal Oberst bei der Bundeswehr, habe ich gehört. Es gibt da auch ein Meme dazu. Dominik, das kannst du erklären. Ja, das hab ich erstellt und gestern auf meinem Telegram-Kanal veröffentlicht. Das ist so ein bisschen so ein Halb-Insider, ja. Also ich denke, die Leute, die zugucken, die vielleicht so ein bisschen eher in meinem Alter sind, die verstehen das vielleicht. Das geht zurück auf einen Schrägstrich eine Streamer Schrägstrich in. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was das Geschlecht ist. Ich glaube, es ist irgendwas zwischen den Fronten. Diese Person saß in dem Stream mit Finger aneinander, feuchten Augen. Können wir bitte AfD verbieten, Uwu? Können wir bitte AfD verbieten? So, Okay. im Endeffekt, ja, habe ich jetzt dem Kiesewetter so ein bisschen untergejubelt, weil er sich da eben hinstellt, so tut, als würde er hier eine Aussage tätigen, die im Rahmen einer normalen Position wäre, während er, wenn man das, was er da sagt, sich jetzt mal genauer anhört, ja, Ministerien sollen angegriffen werden. Er fordert da de facto einen Angriffskrieg gegen Russland. Ich finde, man kann das nicht anders deuten. Und dementsprechend, ist das eine sehr fragwürdige Aussage. Ich weiß auch, dass Leute schon juristisch aktiv geworden sind und jetzt Anzeigen gegen den Herrn Kiesewetter laufen. Weil es also zumindest, ich sage mal, mutmaßlich gegen gewisse deutsche Gesetze verstößt, so etwas zu fordern. Damit ist er aber nicht alleine auf weiter Flur, sondern es gibt auch die Aussage von dem, ich glaube, Breuer heißt er. Das ist der General, der bei Corona da die Oberaufsicht hatte. Der müsste jetzt, glaube ich, General Major sein, zwei oder vielleicht hat er sogar schon 3 Sterne, Generalleutnant, ist ja wurscht. Auf jeden Fall hat der jetzt schon verlautbart, dass also Deutschland innerhalb der nächsten 5 Jahre kriegstüchtig sein muss. Er fordert mehr oder weniger, dass Deutschland sich jetzt auf diesen Angriffskrieg von Russland einstellt. Gerade heute im Radio in der Früh habe ich im Auto noch gehört, dass der Herr Hofreiter, seines Zeitens Grünen-Politiker, gefordert hat, mit seinen eigenen Worten: Es ist ja hinlänglich bekannt, allgemein bekannt, dass Russland quasi einen Angriffskrieg plant. Das war sein Credo, so nach dem Motto, wir können jetzt, es ist nicht die Frage ob, sondern es ist nur noch die Frage, wann Russland jetzt die restlichen europäischen Länder überfällt. Und deswegen müssen wir jetzt viel mehr Geld für Waffen und Munition und Panzer und Militär ausgeben, weil wenn Russland kommt, müssen wir es ja sowieso ausgeben und dann wäre es natürlich umso mehrfach teurer. Ja, das ist so die gleiche Logik wie von den Grünen. Wir müssen jetzt auf Kriegsgeschehen
Kriegswirtschaft umschalten in Bezug auf Klimawandel, weil der Klimawandel kommt sowieso und später wird es umso teurer, machen wir es doch besser gleich. Also die gleiche verquere Logik jetzt auch in Bezug auf die russischen Kriegshandlungen, die da angeblich kommen sollen. Also zu solchen Figuren wie dem Kieselwetter, ich meine, das ist, also der Typ, in meinen Augen gehört in die Klinik. Aber gut, das ist eine andere Frage. Der Punkt ist aber folgender, der Mann ist Oberst. Also er müsste eigentlich, irgendwie, na gut, die deutsche Bundeswehr, die hat ja nie wirklich irgendwo gekämpft, von daher weiß er wahrscheinlich gar nicht, wovon er redet. Aber wenn ich den Quatschen höre, bei der Strack-Zimmermann weiß ich, okay, das, die Oma ist eben so, wurscht, aber der Typ ist Oberst. Wenn der das, was er da den ganzen Tag in die Kameras quatscht, ernst meinen würde, dann soll der sich verdammt nochmal freiwillig melden, die Ukraine hat gerade ein Riesenproblem und braucht Leute. Er ist Oberst, er weiß, wo soll er hin? Viel Spaß. Aber was er macht ist, er stellt sich vor die Kamera, kriegt als Bundestagsabgeordneter, weiß nicht, was er noch nebenbei macht, also irgendwas bei 10.000 Euro im Monat und quatscht Scheiße. So, kann ich nicht ernst nehmen, gerade als Oberst müsste er sagen, ich gehe jetzt hin und helfe. Ja, macht er nicht. Du nimmst ihn nicht ernst, aber er ist halt eine Stimme im deutschen Raum, die oft zitiert wird. Der sitzt regelmäßig in den Top-Talk-Sendungen bei Maischberger, Illner und so weiter. Das, was er quasi ventiliert, wird auch permanent in die deutschen Haushalte getragen. Und ihr wisst es ja, je öfter man etwas wiederholt, desto mehr wird das auch geglaubt. Und wenn wir dann Nachrichten oder quasi Voxpops, wie heißt das, Straßenumfragen hören von deutschen Bürgern, dann sind die mehr oder weniger ja fast schon einverstanden mit dieser ganzen Rhetorik. Moment. Dominik, bitte, der zufällige Passant. Machst du es oder mach's ich? Nicht diese Passanten, die bei irgendwelchen Anti-Rechts-Demos auftauchen. Da gibt es mittlerweile auch Listen, dass das immer Aktionäre. Robert, stopp. Mach's ganz einfach. Du bist doch bei Nuviso. Ihr habt doch Material. Nimm dir einen Kameramann und ein Mikrofon, geh in die Fußgängerzone und dann gucken wir mal, wie die Stimme wirklich ist. Dass sie beim Fernsehen die Stimmen auswählen, die sie zeigen wollen, wissen wir. Ist auch klar, aber es geht darum, dass diese Rhetorik bei vielen Leuten verfängt. Mir ist natürlich bewusst, dass die öffentliche Meinung diesbezüglich manipuliert wird. Und ein krasses Beispiel, gestern war die Wiederholung der Wahl in Berlin. Da gab es jetzt doch vor 2 Jahren oder 2021 gab es so viele Unregelmäßigkeiten. Da war der Marathon gleichzeitig, wenig Stimmzettel. Das wurde gestern wiederholt. Gestern Abend hat die Tagesschau mit folgendem Beitrag aufgemacht. Es ging um die Wahl in Berlin. Es ging darum, es gab keine Unregelmäßigkeiten. Es wurden mehrere quasi Wähler interviewt. Und die ersten, und was ich jetzt noch aus Erinnerung habe, ist, der eine hat gesagt, ja, wir gehen zur Wahl, weil das eine demokratische Pflicht ist und wir wollen auch, dass es so bleibt, wie es ist. Wir sorgen mit dieser Wahl dafür, dass alles so ist, wie es war 2021. Wir gucken dafür, dass die Demokratie aufrechterhalten wird und es gab keine Probleme. Das war das Framing von diesem Beitrag gestern. Heute höre ich, dass eigentlich alle verloren haben. Nee, CDU und die Grüne waren relativ stabil, aber AfD hat gewonnen. FDP ist quasi unter ferner Liefen mehr oder weniger. Also es gab nicht alles ist so, wie es ist und alles bleibt, wie es ist, sondern es gab ein ganz schöne Verschiebung in Sachen Wählerstimmen. Und das wurde aber in den Hauptnachrichten gestern in der Tagesschau komplett anders dargestellt. Also das Framing in unseren Medien ist immer krasser. Das ist mir vollkommen klar, Thomas. Mir ging es nur darum, dass dieses Kiesewetter-Zitat, von dem wir jetzt ja gerade sprechen, dass das immer mehr in die Hirne der Deutschen reingebrettert wird und die auch überhaupt kein Problem damit haben, dass wir jetzt ein Verteidigungsetat bis 2028 von wahrscheinlich 96 Milliarden haben. Also nicht Sondervermögen, sondern... Gut, aber sind wir doch kurz und knapp, darum geht's doch. Es ist doch die ganze Geschichte... Also jetzt müsste ich eigentlich ein großes Fass aufmachen. Mal in die Geschichte zurück. Wer erinnert sich an die Abtrittsrede von Präsident Eisenhower? Ja, kurz bevor Kennedy kam. Die Kritik am militärisch-industriellen Komplex. So, der hat gewarnt, dass in den USA die Gefahr besteht, dass der, wie er es nannte, militärisch-industrielle Komplex, so hat er es formuliert, so mächtig wird, dass er die Politik bestimmt. Das heißt, Eisenhower hat befürchtet und hat davor gewarnt, dass die USA in alle möglichen Kriege reingetrieben werden, damit die Rüstungsindustrie Geld verdient. Und das ist ja auch so gekommen, dann kam Vietnam und so weiter. Die reden ja nicht davon, guck mal, was ich immer sage ist, wenn es jetzt darum ginge, die Bundeswehr oder die NATO kampffähig zu machen, dann würde sich jetzt einer hinstellen und sagen, also wir haben, 1.000 Panzer, aber wir brauchen 2.000, also bitte 1.000 Panzer bauen. Was die machen ist, wir brauchen mehr Geld. Es ist scheißegal, wie das ausgegeben wird.
Es ist völlig wurscht. Hauptsache, die Rüstungsindustrie kriegt Kohle. Ich habe nirgendwo den Plan gesehen. Wir brauchen, um verteidigungsfähig zu werden, jetzt so und so viele neue Flugzeuge. Die hauen einfach raus. Die hauen erstmal Geld auf den Tisch und dann sagen sie, wer möchte denn gern? Das Okay, heißt, es geht gutes nicht Beispiel darum, dafür, an. Thomas. Gutes Beispiel dafür. Ganz aktuell die Meldung, die Bundeswehr beschafft neue Kopfhörer. Kopfhörer denkt man eigentlich für Flugbesatzungen, Panzerbesatzungen oder irgendwelche Leute, die im Gefecht miteinander kommunizieren müssen. Nein, der Rechnungshof rügt jetzt mittlerweile einen geplanten Milliardendeal. Und zwar sollen 2,8 Milliarden Euro für insgesamt so knapp über 200.000, 210.000 Kopfhörer ausgegeben werden. Ich habe eine Zahl gelegen, Kommen da, wir so auf, kommen wir so auf 15.000 pro Stück, ne? ja, 13.000, 15.000 pro Stück Das können nur die ungefähr. neuen AirPods Max sein. Das ist dann natürlich etwas, was ein Beispiel ist für dieses Beschaffungswesen der Bundeswehr. Korruption gibt es nicht in deutschen Ländern, das gibt es nur in Ländern wie Mexiko oder sonst irgendwas, ja. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf den Kiesewetter und die Frage, was für ein Ziel hat so eine Aussage in Bezug auf das Meinungsbild? Weil ich denke nämlich, dass im Moment, das ist nämlich genau die Strategie, die man seitens des Mainstreams immer den Rechten vorwirft. Ja, da wird eine provokante Aussage rausgehauen, um sozusagen die Grenze des Sagbaren zu verschieben. Das heißt nicht, dass jetzt auch nur ein signifikanter Teil der Bevölkerung dieser Aussage zustimmen würde. Auf gar keinen Fall. Ich denke, wenn es darum geht, russische Ministerien anzugreifen, wird mindestens 80% der Deutschen sagen, nee, keine gute Idee. Aber wenn so ein Kiesewetter sowas schon mal ins Spiel bringt, dann bringt er das sozusagen ein, als es bleibt hängen, als eine Meinung, die auch mitdiskutiert werden kann. So, und je mehr man solche Meinungen irgendwie mal raushaut und mit reinbringt, desto mehr dringt das in die Köpfe der Leute ein, als, naja, es ist zumindest eine diskutable Position. Genau diese Strategie werfen sie ja immer der AfD und Co. vor, mag sicherlich in Teilen noch zutreffen, aber da ist meiner Meinung nach ganz, ganz klar diese Strategie vom Herrn Kiesewetter angewandt worden. Ist es Ja, die und dann, wie verschiedene? gesagt, um meinen Gedanken eben noch zu Ende zu bringen. Und dann geht es darum, Geld rauszuhauen. Ich möchte noch mal daran erinnern, wir haben ein Riesentheater gehabt wegen der Bauern. Da ging es um 800 Millionen. Es sind keine 800 Millionen für die Bauern da. Aber es sind 100 Milliarden für die Bundeswehr da. Und das muss man den Leuten irgendwie erklären. Und deshalb wird das in den Medien so breit getrampelt. Und von diesen Lobbyisten, das sind ja nichts weiter als Werbesprecher für die Rüstungsindustrie, so Kiesewetter und Strack-Zimmermann, die hauen das raus. Und die werden sicherlich hinterher nach der Bundestagszeit einen wunderbaren Job kriegen im Aufsichtsrat von Rheinmetall oder so, wo sie mit 100.000 oder 200.000 Euro im Monat, im Jahr nach Hause gehen, für Kaffee trinken. Also, das ist es, worum es geht. Es geht nur darum, den Deutschen klarzumachen, ihr müsst jetzt alle, ne, Gürtel enger schnallen, Rente brauchen wir nicht, brauchen wir alles nicht, aber wir brauchen Waffen. Das muss den Leuten irgendwie erklären. Nur darum geht's. Das ist so, dass diese Leute damit Dinge, also man muss sich überlegen, ne? Also Kiesewetter fordert einen Krieg gegen Russland. Das hat jetzt, also Deutschland hat das schon mal versucht, das war keine gute Idee. Also, was bei diesen Leuten dann im Kopf rumgeht, ich weiß nicht, ob die überhaupt denken. Ich habe übersetzt, kam heute Morgen auf meiner Seite, Bericht, den Wochenbericht des Deutschlandkorrespondenten vom russischen Fernsehen. Ne? Sonntagabend ist ja immer die große Nachrichtensendung in Russland, Wochenrückblick. Und der hat in seinem Bericht einen schönen Satz gesagt. Jetzt habe ich so lange geredet, dass ich ihn vergessen habe. Also der hat gesagt, genau, der hat den Kiesewetter zitiert und hat dann gesagt, dass der Herr Kiesewetter sich dabei keine Gedanken macht, ob nicht morgen auch ein Marschflugkörper durch sein Bürofenster fliegen könnte. Ne? So. Also die wissen gar nicht, was sie sagen. Die sind in Deutschland so was von weg von der Realität, auch die Redaktionsstuben. Wenn die solche Sachen fordern, glauben die wirklich, wenn es jetzt zu so einem Krieg kommt, dass die Bomben nur um sie herum runterfallen, aber nie bei ihnen? Es ist doch Schwachsinn. Also ganz extrem, jetzt weiche ich vom Thema ab, ganz extrem ist es für mich bei den Berichten über die Biowaffenprogramme der USA in der Ukraine. Da spielen die mit Waffen rum, mit Sachen rum, die wirklich gefährlich sind, in einem Land, in dem die Sicherheitsvorschriften für Biolabore Kacke sind. Wo es immer wieder Sachen gibt, die aus dem Labor rauskommen. Wir haben im Umkreis der Labore immer wieder Krankheitsausbrüche gehabt von Infektionskrankheiten. Und die Medien sagen, das ist alles Spinnerei. Und es ist keine. So, will ich jetzt nicht darauf eingehen, aber so, jetzt frage ich diese Redakteure, wenn wirklich morgen die USA was freisetzen, womit sie vor allem, was ich, die Russen angreifen, das auch bei euch, ja, glaubt ihr, ihr kriegt das nicht? Wie sind die so in welche Parallelwelt wohnen die? Dass sie Dinge zulassen, wissentlich oder sogar bei Kriegsfordern, fordern, die ihnen auf die Füße fallen.
Die scheinen alle zu glauben, das ist ein Spiel. Ja. Ja. Untouchables, weißt du, uns kann nichts passieren, weil wir sind ja beschützt und wir gehören Aber zum wir sind ja die Wertewesten. Spiegelredaktion. Wir Aha. gehören zum Wertewesten, wir sind diejenigen, die auf der guten Seite stehen und deswegen ist das alles legitim. Ich meine, der Mann denkt ja, dass das richtig ist, was er sagt. Und auch die Frau Strack-Zimmermann ist ja davon überzeugt, dass sie das Richtige tut. Weil, wie gesagt, dieses Narrativ des völkerrechtswidrigen, illegalen Angriffskrieges, was immer wieder rausgeblasen wird, das hat die Menschen in ihrer Denke komplett verändert. Wir sehen es ja auch jetzt. Womit du wieder sehen kannst, wie geil die Medien sind. Ja, es Ich ist habe ein nichts von einem Medienproblem, natürlich. völkerrechtswidrigen Ja. Angriffskrieg, von einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gehört, als die Amerikaner im Irak waren. Ja. Das war übrigens nebenbei gesagt, ich habe mir das nochmal angeguckt, im Archiv der Medien. Das war eine Militäroperation im Irak. Das war kein Krieg, gell? Das war eine Militäroperation. MO, Military Operation. Nur am Rande, ne? Ja, ja, ja. Komm. Die Leute lassen sich von den Medien verarschen, bis es knallt und merken es nicht. Klar, das ist ja die Analyse, wo wir immer wieder zu dem gleichen Schluss kommen. Es ist ein Medienproblem. Wenn die Medien ihren Job machen würden, wäre es nicht so einfach, diese Politik durchzudrücken. Aber So weil es halt unnötig. am Tag 10-mal wiederholt wird, wenn Lügen permanent wiederholt werden, in allen Programmen, in allen Medien, in jedem Aspekt des menschlichen Lebens, dann glauben die Leute das natürlich dann auch, ja, weil niemand hat die Gelegenheit wie wir, die wir hinsitzen und tagtäglich uns mit diesen Dingen beschäftigen, das dann quasi richtig einzuordnen. Die Leute müssen arbeiten, die müssen ihre Familie ernähren, die müssen ihren Haushalt führen, die müssen das Leben bestreiten, was Gott schwer genug ist, ja. Und da bleibt eben nicht die Gelegenheit, noch tagsüber 5 Stunden lang Analysen zu betreiben und 20 Artikel auf dem Antispiegel oder bei RT zu lesen. Ich verstehe das alles. Ja. Aber wo wollte ich jetzt hinaus? Genau, dieses Narrativ, dass eben Russland jetzt quasi schon direkt kurz vor Warschau steht, das hat jetzt neue Nahrung bekommen und zwar in dem Bereich von dem Tucker Carlson-Interview. Da müssen wir auch unbedingt nochmal drüber kommen, darauf zu sprechen kommen. Es wurde von Donnerstag auf Freitag Nacht letzte Woche veröffentlicht, vom 8. auf den 9., glaube ich, irgendwie so ein Dreh rum. Thomas, du hast relativ schnell dann das Thema aufgegriffen und hast die Schwerpunkte übersetzt. Worüber ich mit euch sprechen möchte, sind die Reaktionen auf dieses Interview. Die waren eigentlich sehr vorhersagbar, aber für mich dann doch sehr erstaunlich zu sehen, wie sich das Ganze dann manifestiert hat. Ich wusste eigentlich, was sie schreiben werden, aber die Vielfalt der Häme und Hetze und ich kann es gar nicht in Worte ausdrücken, was die da alles gemacht haben, das hat mich dann doch schon überrascht. Ich gebe euch jetzt mal einfach nur ein paar Vielleicht Beispiele. ganz, ganz, ganz kurz einmal noch, weil es gerade Genau. dazu gepasst hat, im Sinne von Russland würde angeblich kurz vor Warschau stehen, weil das kam ja in dem Tucker Carlson-Interview auch zur Sprache und weil Tucker diese Frage gestellt hat, ne? Es wird immer wieder spekuliert, möchtest du die NATO angreifen? So, und da hat Putin ganz klar gesagt, es gibt nur einen einzigen Fall, in dem man Polen angreifen würde, und das ist, wenn Polen zuerst angreift. Genau. Also wenn die NATO angreift. So. Hat er nochmal schwarz auf weiß für alle klargestellt und damit eigentlich im Endeffekt dieses Narrativ beendet, möchte man meinen, was natürlich die westlichen Medien nicht davon abhalten wird, ihm das Lügner zu bezeichnen und es trotzdem weiter zu bedienen. Aber er hat trotzdem schwarz auf weiß gesagt, nein, diese ganze Panikmache von wegen, wir greifen jetzt hier Polen und Baltikum und sonst was an, ist alles kompletter Schwachsinn. Ja, das nur vielleicht einmal erwähnt an der Stelle. Und dazu noch eine Ergänzung. Ich habe auch gestern drüber geschrieben. Die liebe Frau Hebel beim Spiegel in Moskau hat dann auch prompt einen Artikel geschrieben, in dem sie das auch erwähnt hat. So, im Konjunktiv. Ne? Putin habe nicht vor. So, was natürlich im kompletten Gegensatz steht zu all den Drohungen, die die russische Regierung ausgesendet hat. Und das hauen die so rein, als wäre es ein Fakt. Ich habe dann in meinem Artikel geschrieben, ich meine, ich weiß, dass die Hebe meine Artikel liest, die mag mich sicherlich furchtbar, ich sehe auch, aber egal. Ich habe dann geschrieben, sie könnte doch mal einen Artikel schreiben, in dem sie bitteschön mal die Drohung, die die Russen, Regierungsverantwortliche, nicht irgendwelche Medienpenner, sondern ne, die Regierungsverantwortlich ausgesprochen haben. Die Drohung hätte ich gerne mit Zitat und Quelle, weil es gibt sie nicht. Es gibt sie schlicht nicht. Aber die Medien tun so, als wäre es Fakt. Das, ne, die erwähnen jetzt die Geschichte. Putin sagt, er habe nicht vor, aber das, ne, aber das trotz all der Drohungen, die es da gibt, es gab keine Drohungen.
Aber die Medien tun so, als hätte sie gegeben. In Das ist fast geil. jeder Besprechung von diesem Interview wurde diese Stelle mit Polen genommen, und zwar in Bezug auf den Angriff auf die Ukraine. So nach dem Motto, ja, er sagt, dass er Polen nicht angreifen möchte. Aber das hat er bei der Ukraine auch gesagt. Nein, also hat er wissen nicht. Wir, also, na, nochmal, aber das ist das, das, das ist das, ja, was, Moment, was in aber den Medien auch da, erwähnt ich will wird, die ja. Lüge gerade stellen. Ich will die Lüge gerade stellen. Ja. Bei der Ukraine, ich sag mal, habe ich es vorhin gesagt, das war für mich auch eine Achterbahnfahrt. Ich habe in der Hoffnung gelebt, das passiert nicht. Aber ich habe im Dezember, Tacheles-Sendung 21. Dezember 21, guckt es euch an. Da habe ich gesagt, wenn der Westen auf diese russischen Vorschläge für gegenseitige Sicherheitsgarantien nicht eingeht, wird es knallen. So, warum habe ich es gesagt? Weil die russische Formulierung war, von Putin angefangen bis nach unten durch, wenn diese Dinge nicht gemacht werden, wenn wir keine Sicherheitsgarantien bekommen, gegenseitig, dann müssen wir, Zitat, militärtechnisch in der Ukraine reagieren. Es war offen angekündigt. Es wussten alle. Ich wusste es auch. Ich habe es dann nur eben aus der Hoffnung, dass es nicht passiert, herrlich Man muss verdrängt da und akzeptiert, nämlich als so ein es bisschen passiert. unterscheiden, ne? Weil es gab ja zum Beispiel Interviews, wo dann Sacharowa gefragt wurde, plant ihr eine Invasion der Ukraine oder so, ne? Und wo dann gesagt wurde, nein, das planen wir nicht. Was aber im Sinne ist von, nee, wir wollen nicht da reinmarschieren und das ganze Land besetzen oder so, dass man aber die Probleme, die Sicherheitsbedenken gegebenenfalls militärisch lösen müsse, das hat man nicht bestritten. Ne? Da muss man eben unterscheiden. Man hat sich von gewissen Framings distanziert und gesagt, nee, das, was ihr hier sagt, das haben wir in der Tat nicht vor. Aber ne, was Thomas gerade gesagt hat. So, und das ist jetzt, und der Unterschied zur NATO ist, das war ja auch ein Argument von Putin. Das hat er immer wieder gebracht vor der Geschichte. Ich weiß noch, konkret weiß ich noch von der Pressekonferenz mit Macron, als der in Moskau war. Da hat Putin dann gefragt, ihr wollt die Ukraine in die NATO holen. Die Ukraine hat in der Militärdoktrin geschrieben, sie will die Krim gewaltsam zurückholen. Wenn ihr die Ukraine in die NATO holt, ist das Krieg mit der NATO. Wollt ihr das? Ja, das heißt, das war ja einer der Gründe, warum Russland überhaupt da reingelaufen ist, weil es den Krieg mit der NATO nicht will. Das muss man ganz klar verstehen. Wenn die Russland nicht reingegangen wäre und die Nord Ukraine in die NATO gekommen wäre, dann hätte es einen echten Krieg gegeben. Ein echter Und das ist Krieg. der Unterschied. Bei der NATO sagt Russland, und alle sagen es ganz deutlich, wir haben da keinerlei Ambitionen, nur defensiv. Bei der Ukraine haben sie klar gesagt, wenn das kommt, müssen wir militärtechnisch reagieren. Es war mit Ansagen. Nur um den Unterschied klar zu machen. Also es ist wirklich ein Unterschied. Nochmal zurück jetzt auf das Gespräch, das Tucker Carlson mit Putin geführt hat. Ach, übrigens, ich habe gestern gelesen, er hat vielleicht sogar noch ein anderes Gespräch geführt, zwei sogar, Tara Reid und Edward Snowden. Das ist noch nicht ganz bestätigt, aber es gibt Gerüchte, dass er vielleicht sogar mit Edward Snowden noch gesprochen hat und Nein, mit. nach allem, was gekommen ist, er hat Edward Snowden getroffen, aber das war nicht, also der interessante Kommentar war, das war nicht für seine Sendung. Tara Reid dürfte wohl noch kommen. Und wer ist Tara Reid? Und das war eine Frau, die hat Biden in den 90ern irgendwie sexuell belästigt. Das wurde natürlich alles weggeschossen, weil Biden ja der Held des Tages ist. Und die muss sich inzwischen in Russland verstecken, weil sie in den USA gewisse Probleme bekommen hat, weil sie sich beschwert hat, dass Biden ja in die Titten gegangen ist. So, ich sag's mal ganz salopp. Wie immer, frech von der Leber weg. Zurück zum Interview, und zwar zu den Reaktionen, wie wir sie erwartet haben. Hier zum Beispiel auf now.ch, warum Sie das Putin-Interview getrost ignorieren können, ist übrigens auch ein Tipp, den die Tagesschau ihren Zuschauern gegeben hat. Dann die Süddeutsche schreibt, der Mann an der Nebelmaschine. Die Frankfurter Rundschau meldet, Carlsen-Putin-Interview geht Freitagnacht online, Moderator erntet viel Kritik, Ventil für Propaganda. Wladimir Putin, irre Propagandashow mit Tucker Carlson. Dann haben wir noch bei NTV ein perfektes Duo, die Welt in Brand zu setzen. Ganz besonders passt auch diese Karikatur. Ich glaube, sie war in der Süddeutschen. Hier Trump auf dem Sofa mit dem Softdrink. Tucker Carlson, dich mache ich zu meinem Außenminister. Und Putin, der hier gerade so, ja, so im Rant, so quasi im Schimpfmodus ist. Und Tucker Carlson als nackte Schleimschnecke dargestellt. Das finde ich schon ziemlich krass, wie das dargestellt worden ist. Ich habe aber noch ein Video gefunden, wo Kollegen von Rabbit Research, ich weiß nicht, ob man Kollegen sagen kann, aber auf jeden Fall die von Rabbit Research machen auch tolle Arbeit. Die haben ein paar Videoschnipsel zusammengestellt, wie das Interview für die Zuschauer eingeordnet wurde.
Talkmasters und Verschwörungstheoretikers Tucker Carlson breitete Carlson zahlreiche Verschwörungstheorien. Carlson ist bekannt für scharfrechte Positionen, die Verbreitung von Verschwörungstheorien und seine Nähe zum früheren US-Präsidenten Donald Trump. Ein Trump-Kumpel. Den Trump-nahen amerikanischen Journalisten hat der rechte US-Talkmaster. Ein ultrakonservativer ehemaliger US-Talkmaster. Dem Idol der US-Rechten Tucker Carlson. Im Westen aber sehen ihn viele als nützlichen Idioten Putins. Sozusagen die Bullshit-Bingo-Reihe direkt vollgemacht, ne? Ja. Da alles direkt zusammengesucht, ja. Und gestern habe ich auch ein paar Interviews gesehen, Straßenumfragen, ich weiß, manipulativ, aber das, was da gezeigt wurde, war, nö, habe ich mir nicht angeschaut. Ich habe die Medienberichterstattung drüber angeschaut, ich habe die Analysen gelesen. Das Interview selber schaue ich nicht an, weil der Mann ist ein Diktator, da kommt sowieso nur Geschwurbel, das tue ich mir nicht an, das ist Zeitverschwendung. Ich habe Gott sei Dank genügend Medien, die das wahrheitsgemäß analysiert haben, das reicht. Die Kerninhalte schon für mich zusammenfassen. Exakt, das ist so der Tenor. Natürlich würden wir jetzt auch ein paar Leute finden, die das Interview gesehen hätten, weil statistisch sind jetzt 5 Millionen Menschen pro Stunde, die das Interview sehen. Wir sind jetzt schon bei 250 Millionen, vielleicht sogar schon bei 300 Millionen, die das Interview gesehen haben. Und ich bin mir sicher, es kommt auf 500 Millionen weltweit. Wenn wir jeden einzelnen Klick analysieren würden, jetzt nicht nur auf der Website von Tucker Carlson, sondern weltweit, wenn es weitergebreitet wird und auch die Analysen der freien Medien darüber, bin ich mir sicher, dass man da weit auf 500 Millionen kommt. Übrigens, der Grund, warum wir heute keinen Ausschnitt aus dem Tucker-Video zeigen, ist, dass YouTube das auch sehr rigoros zensiert und dann unser Video löschen würde. Das wollen wir natürlich nicht. Also sprich, von wegen YouTube, du kannst alles präsentieren. Aber man merkt, das Interesse ist trotzdem riesig. Allein, ich habe es bei mir auch auf dem Telegram gepostet, als die deutsche Version, die RT angefertigt hat, dann fertig geworden ist endlich, die professionell übersetzt und vertont wurde. Und das hat auch schon über 200.000 Klicks und das bei 2.000 Abonnenten. Also es ist okay, das Interesse scheint ganz, ganz groß zu sein. Ich denke, Thomas, du hattest es ja auch bei dir verlinkt. Ich weiß nicht, ob du dazu den Zahlen was sagen kannst. Aber es scheint auch beim deutschen Publikum im Vergleich zu allem möglichen anderen Content ja ein wahnsinnig großes Interesse dazu bestehen, sich das anzugucken, verhältnismäßig. Ja, na klar, das kann man jetzt von dem typischen Mainstream-nahen Zuschauer eher nicht erwarten, dass der jetzt das Interesse hat, sich das in voller Länge anzugucken. Aber auf die breite Masse gesehen schlägt es Wellen, diese Versuche, den Leuten auszureden, sich das anzugucken, halte ich für insgesamt eher unerfolgreich. Klar, ihre üblichen Schafe erreichen sie damit, aber die Leute, die halbwegs kritisch denken, denke ich mal, die werden sich das angeschaut haben. Also ich habe jetzt gerade geguckt, während du geredet hast. Ich finde es sehr interessant, wie YouTube sich benimmt. Ich habe gerade mir den Kanal von Tucker Carlson angeguckt. Da ist das Video da. Ah, tatsächlich? Das ist da, hat 14 Millionen Klicks. Das ist das ist YouTube. Ne? Das ist ganz spannend. Also wenn sie bei Tucker Carlson löschen, dann würde natürlich das Geschrei los in Zensur. Sie lassen es da stehen, sie können es eh nicht verhindern, aber jede Weiterverbreitung, die machen sie dicht. Ja? Also selbst wenn du Ausschnitte zeigst, das wird sofort gecancelt. Aber um es nicht so aufwendig zu machen, bei Tucker Carlson kannst du es dir angucken, bitteschön. Ja? Also es ist ganz, ganz lustig, wie die arbeiten. Und ja, wie gesagt, es ist, was die Medien machen. Ich habe mir das jetzt ja auch, ich habe jetzt ja viele Artikel geschrieben und auch. Thomas, sorry, vielleicht noch dazu ganz kurz. Wenn es auf X hier 250 Millionen hat und auf YouTube 16 Millionen, steht das meiner Meinung nach auch ganz, 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 ganz klar dafür, dass YouTube die Reichweite gedrosselt hat. Weil es gucken mehr Leute solche längeren Videos auf YouTube als auf X. Wirklich, ja. Und bei X hat ja Tucker Carlson auch schon gesagt, dass Elon Musk ihm garantiert hat, dass er die Reichweite nicht einschränkt. Ne? Und wenn es auf X so viel hat und bei YouTube so wenig, obwohl YouTube eigentlich eher die übliche Plattform für solchen Content ist, ist das meiner Meinung nach ziemlich eindeutig. Da kommt noch was hinzu. Und zwar macht YouTube bei Videos, die Ihnen nicht gefallen, regulieren Sie auch die Zahlen runter. Selbst, also ich habe es bei Tacheles oft gesehen, wenn Tacheles rauskommt, dann habe ich gesehen, Abend, Freitagabend gucke ich so drauf, 20.000 Klicks, schön. Halbe Stunde später gucke ich drauf, 18.000. Ja, also YouTube manipuliert überall. Die 14 oder 16 Millionen, die stimmen mit Sicherheit nicht, das ist mit Sicherheit mehr. Mhm. Also das dazu. Was diese Medienberichte angeht, finde ich einfach toll. Ich habe das wieder an meiner Freundin Christina Hebel aus vom Spiegel aufgezeigt. Wenn die was berichtet haben, sie hat einen langen Artikel geschrieben, über den Inhalt des Videos ist da nichts. Ja. Da ist also nur Stimmungsmache drin, aber nichts über den Inhalt. Shoot the messenger.
Ja, also es ist ganz toll, wie sie wirklich es schaffen, über etwas zu berichten, ohne darüber zu berichten. Und das Es ist aber wirklich auch. kein Inhalt, es ist nur Dreck schmeißen, aber nichts, nicht irgendwie eine Liste. Das hat Putin gesagt, das hat Putin gesagt, nichts. Nur Lüge, Hetze, Rechter, bla bla bla. Aus der Sicht des unbedarften Zuschauers klingt es aber auch durchaus logisch. Ich habe mir da mehrere Artikel durchgelesen und wenn du das jetzt mal neutral anschaust, dann hat es immer den Eindruck, als würden die da wissen, wovon sie schreiben, dass das alles authentisch ist und auch wahrhaftig ist. Das ist ja das Perfide. Die schaffen das wirklich, mit vielen Worten so ein Lügengebäude aufzubauen und die meisten Menschen durchschauen das eben nicht. Aber ich Ja, habe. weil sie nur die Quellen haben. Und das ist ja der Grund, warum sie RT oder russische Medien generell zensieren im Westen, seit das angefangen hat. Das ist der Grund, warum der WDR ein Putin-Interview, das ihm im Februar 2022 angeboten wurde, abgelehnt hat. Das ist der Grund, warum sie jetzt mit allen Mitteln verhindern wollen, dass sich das Putin-Video angucken. Weil sie könnten ja mal die Sachen hören, die ihnen verschwiegen werden. Es gab jetzt Kritik bei Tucker Carlson, auch bei alternativen Medien, dass er doch zu lahme Fragen gefragt hat. Also das war nicht scharf genug. Vielleicht waren wir als quasi Macher der alternativen Medien oder also auch kritische Menschen nicht direkt die Zielgruppe, sondern eher der amerikanische normale Durchschnittsbürger, dass man die erreichen wollte. Vielleicht hat er das deswegen gemacht. Aber Thomas, welche Fragen hättest du gestellt? Was war dein Eindruck von dem Interview selber? Wo wärst du anders vorgegangen? Also ich habe darüber auch einen Artikel geschrieben direkt danach, da habe ich das gesagt. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass der Sinn von dem Interview, da waren sich beide Seiten einig, ist, dass das, was in Russland Allgemeinwissen ist, auch mal im Westen überhaupt berichtet wird. Ja? Also für Russland hat er nichts Neues erzählt. Aber wenn du russische Medien anguckst, nichts Neues. Wussten wir alles. Aber im Westen wussten sie Leute nicht. Also von daher, das Ziel haben sie erreicht. Wenn ich die Möglichkeit hätte, Putin zu interviewen, dann würde ich sicher einen großen Block Fragen machen, die ich so machen würde, wie der Mainstream sie stellt. Also ich würde Putin, also was ich was, mit Butcher oder sonst was konfrontiert. Ich weiß, was er antwortet, weil er hat dazu oft genug was gesagt, aber eben nicht in diesem Interview. Ich würde also die ganzen Narrative des Westens, ich würde einen großen Block machen, wirklich Narrative des Westens, und dann kann er sich dazu äußern. Das ist das, was mir auch gefehlt hat. Nicht, weil ich nicht wüsste, was Putin antwortet. Wie gesagt, ich sehe jeden seiner Auftritte aus beruflichen Gründen. Ich könnte die Antworten auch schon für ihn geben, glaube ich, die meisten. Aber der Westen kennt sie nicht. Das hätte ich an Tucker Carlson Stelle anders gemacht. Da hätte ich noch ein paar mehr solche Fragen eingebaut, ein paar Themen abgedeckt. Die Kritik habe ich ja auch geäußert. Gab ja auch Kritik von innerhalb Russlands, zum Beispiel von Margarita Simonyan, die bemängelt hat, dass das Thema konservative Werte nicht aufkam, weil das eben etwas wäre, wo man zum Beispiel bei den Westlern, die eher russlandfreundlich gestimmt sind, beziehungsweise eben Tucker Carlsons Zielgruppe, die ja, also das mit der Trump-Nähe, das ist ja nun nicht gänzlich gelogen, das ist ja schon was dran, dass man bei denen vielleicht ein mehr Sympathie für Russland hätte schaffen können, wenn man das Thema konservative Werte angesprochen hätte. Ich erkenne den Punkt an, allerdings denke ich, dass das einfach nicht das Thema des Interviews war. Es sollte eben nicht um innerrussische Angelegenheiten gehen, sondern um russische Außenpolitik und so etwas. Deswegen kann ich auch verstehen, warum das Thema nicht aufkam. Nein, das kann ich gar nicht verstehen. Ich finde, also erstmal für alle, die es nicht wissen, Margarita Simonyan ist die Chefredakteurin von RT. Ja, also das heißt, wir haben hier die absurde Situation in der bösen Diktatur Russlands, dass eine der Chefpropagandisten ein Interview mit ihrem Präsidenten kritisiert. Hallo, böse Diktatur! Ist sie schon verhaftet oder ist sie noch da? Weiß ich gar nicht. Frage nachher mal ins Büro, guck nach. Also der Punkt ist, ich gebe ihr da vollkommen recht. Weil tatsächlich die konservativen Kreise im Westen, die sich ja sehr abgestoßen fühlen von dem ganzen LGBT-Dingsbums-Blödsinn-Scheiß, die aber trotzdem auf der antirussischen Welle reiten, weil sie es gewöhnt sind ihr Leben lang, für die wäre es sicher interessant gewesen, das zu erfahren. Das Ja, also es ist schon so ein bisschen verschenkt, ja. Ist definitiv verschenkt. Auch nur, wie gesagt, auch nur, die Leute überhaupt wissen, worum es geht. Also es ist ja eine Sache, die in Russland, in russischen Medien ein ganz großes Thema ist. Worum es eigentlich bei der Konfrontation West gegen Russland geht, nämlich es geht um die Frage, wie in Russland hier, ne, unsere Tradition, unsere Werte, Familie, bla bla, ne, Tradition, unsere Verwurzelung und so weiter.
Das wollen wir uns erhalten. Und der Westen wird entwurzelt, der wird irgendwie LGBTisiert und weiß ich, was die da alles machen. Und das ist für die Russen, für die russische Seite ein ganz wichtiger Punkt in der Konfrontation. Also ne, auf die Frage, worum geht es eigentlich? Von daher hat sie absolut recht. Also, und wie gesagt, jetzt ist die Frage, ne, wen kritisiert sie? Hätte Putin das selber sagen sollen, ungefragt, oder hätte Tucker vielleicht noch die Frage stellen können? Es ist nicht gekommen, in der Tat. Sie haben einiges weggelassen, was interessant gewesen wäre. Für mich einer der wichtigsten Punkte in diesem Gespräch war die Frage auf Nord Stream 2. Sorry. Wer hat Nord Stream 2 hochgejagt, hat er gefragt. Und diese schon ein bisschen lustige Art und Weise, wie sie da miteinander gefrotzelt haben, so nach dem Motto, ja, sie waren es, ja, no, nein, nein, ich war beschäftigt an dem Tag. Ich habe ein Alibi. Ich habe ein Alibi, ich war beschäftigt und so weiter. Tucker Carlson hat ihn dann gefragt, wieso, wenn sie die Informationen haben, haben sie die der Welt nicht mitgeteilt und dadurch einen Propagandasieg davongetragen? Und die Antwort von ihm, die fand ich mehr oder weniger als fast wichtigste Aussage jetzt in meiner Wahrnehmung in dem Interview. Das ist auch etwas, was du immer wieder gesagt hast, Thomas, dass die Russen es zum einen nicht interessiert, was der Westen sagt, aber das war nicht das, was Putin in dem Moment gesagt hat, sondern dass er sich vollkommen bewusst ist, also Putin ist sich vollkommen bewusst darüber, dass die Amerikaner den Propagandakrieg quasi dominieren auf der Welt. Durch die Kontrolle über die Medien, durch die Meinungshoheit quasi auf der ganzen Welt, durch die ganzen Parlamente hindurch, hat es über gar keinen Sinn, also die Worte von Putin jetzt, hier diesen vermeintlichen Sieg hervorzutragen oder auskosten zu wollen, weil es auf der westlichen Seite sowieso nicht verfängt. Also warum dann seine Geheimdienstquellen preisgeben, indem man den Leuten sagt, was sie wissen und damit natürlich dann ihre eigenen Quellen dadurch vielleicht auch durchsichtig macht. Also letztendlich hat er das bestätigt, was du oft gesagt hast, Thomas. Ja gut, ich habe es mir nicht ausgedacht. Das ist eine Sache, das ist erstens Fakt und zweitens war ich auf genug Konferenzen in Russland, wo auch das ein Thema war. Es ist nun mal so, dass die USA, die sind ein auf Propaganda gebauter Staat von Anfang an. Also ich, kurzer Exkurs in die Geschichte. US-Unabhängigkeitskrieg. Die Geschichte ist immer Tea Party, Boston Tea Party. Die Menschen haben da protestiert und dann so. Wogegen haben sie demonstriert? Es gab den Slogan No Taxation Without Participation. Keine Steuern zahlen, ohne beteiligt zu sein. Das Londoner Imperium, also Londoner Kolonialreich, wollte von den Farmern, von den Plantagenbesitzern eine ganz kleine Steuer haben. Viel weniger als von den Bauern in England. Aber das waren die damaligen Oligarchen. Die hatten die Medien. Die haben den Slogan reingebracht in die Leute, blöd wie das Volk ist, fanden den toll, obwohl es gar nicht um ihre Steuern ging. Die sind in Krieg gezogen, haben sich erschießen lassen für eine Frage, die sie nichts anging. Aber der Slogan war gut. Die Amerikaner sind auf Propaganda gebaut. Der ganze Staat basiert darauf. Von Anfang an. Das heißt, das ist eine Methode, bei der sie besser sind. Das können sie. Sie haben die Medien. Und das wissen die Russen. Die wissen, dass sie da nicht anstecken können. Und darum habe ich oft gesagt, aus dem Grunde ist es für die Russen auch gar nicht interessant, Dinge rauszuhauen, weil sie würden sich irgendwelche Quellen kaputt machen und im Westen wird es keine. Das ist halt das Ding, ne? Also es ist ja nicht so, als wenn die Russen in dem Bereich jetzt gar nicht aktiv wären, aber es ist halt, man muss halt immer abwägen, ne? Ist es das jetzt wert, was preiszugeben, wenn man sich damit auch selber in gewissem Rahmen schaden könnte, ne? Ja, und wie gesagt, es ist die Medienmacht. Also wir sehen ja jetzt, wie der Westen sich einmauern kann und Dinge verheimlichen. Also ne, warum ist in den Putin-Interviews für viele im Westen so viel neu? Weil der Westen es verschweigt. Der Westen ist im Verschweigen hervorragend. Die Medien sind gut darin, dann eine Mauer des Verschweigens aufzubauen. Und da kommen die Russen nicht durch die Mauer. Also habe ich den Journalistenwitz mal erzählt? Es gibt einen Journalistenwitz in Russland. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, bei Tachel ist egal. Also in Washington ist ja der Fluss Potomac. Und da sitzen also jetzt zwei russische Soldaten am Potomac und waschen ihre dreckigen Stiefel. In Washington, die russischen Soldaten. Und dann sagt der eine zum anderen, ist aber schon scheiße, dass wir den Propagandakrieg verloren haben, oder? Okay, ja, den kenne ich. Ja, so. Also, ja. Das ist der Punkt. Also, die Russen sind dann eben auch gut. Propaganda, wir tun was, wir können aber da nicht gewinnen. Aber Hauptsache, wir gewinnen dann da, wo es wirklich wichtig ist. Das ist die Russen. Und hinzu kommt noch ein Punkt, der ganz wichtig ist. Da kann Dominik vielleicht gleich mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie das so hinter den Kulissen ist, was er da erlebt. Die westliche Propaganda ist Emotionen. Ja, also wenn die Amerikaner in Irak wollen, dann holen sie ein Glas mit Mehl, halten das im Sicherheitsrat hoch und sagen, das ist Antrag aus dem Irak. Ja, Bilder, Emotionen. Wenn der russische Außenminister in den UNO-Sicherheitsrat kommt, dann sagt er, pass auf, wir haben internationale Abkommen, da steht in Paragraph 3 das und das drin, das habt ihr verstoßen und so weiter. Die Russen können das nicht und sie wollen es auch nicht.
Die Russen sind immer mit Argumenten sachlich und nicht mit diesem Propagandascheiß. Das ist den Russen zuwider. Das wollen die nicht. Das heißt, die Russen können die Propagandaschlacht auch gar nicht gewinnen, weil sie die Methoden, die du dazu brauchst, nämlich dieses Man arbeitet nicht mit ganz so schmutzigen Mitteln, definitiv nicht. Also man kann es ja mal von hinter den Kulissen erzählen. Das ist so der große Unterschied, ne? Emotionen gegen Argumente. Und darum, die Russen können nicht gewinnen, weil Emotionen stärker sind. Eine der Aussagen von Putin in dem Interview war aber auch, dass Russland diesen Krieg auf gar keinen Fall verlieren wird. Ich meine, jeder, der es einigermaßen objektiv analysiert, kommt auch zu dem Schluss. Stiefel waschen im Porto weg. Ja, weißt du, was ich meine jetzt? Es geht darum, dass Putin ganz klar gesagt hat, Russland wird diesen Krieg nicht verlieren. Wie stellen Sie sich das vor? Weißt du, hat er auch den Carlsen gefragt, was soll hier passieren? Aber was bedeutet das natürlich jetzt dann für die westlichen Medien oder für die westlichen Politiker? Es wird ignoriert auf der öffentlichen Ebene, aber natürlich hören die zu, was er gesagt hat. Jeder wichtige Mensch im Parlament oder in den Redaktionen hat dieses Interview natürlich angeschaut. Klar haben sie es geframed für die Bevölkerung, guckt nicht hin, läuft weiter, ist schon klar. Aber was denkst du, was sie da mitnehmen werden aus dieser Situation heraus? Wird jetzt daraus dieses Schreckgespenst Russland noch weiter aufgeblasen? Wird jetzt noch mehr antirussische Stimmung gemacht oder kommen jetzt langsam die Leute hervor oder bekommen mehr Macht, dass sie sagen, wir müssen jetzt langsam mal anfangen zu sprechen? Nein, das geht weiter. Diese Sache endet erst, wenn entweder der Westen oder Russland zusammenbricht. Die Amerikaner, es geht letztlich für beide zum Überleben. Das amerikanische System kann nur überleben, wenn es die Welt weiter aussaugt. So, da stehen Russland und China dagegen. Das heißt, wenn die Amerikaner nicht weiter können, dann bricht ihr System, das ist ja eine Pyramide, wie eine Finanzpyramide. Die Amerikaner müssen expandieren, sonst sind sie kaputt. Und die Russen sagen, ihr steht schon an unserer Grenze, weiter geht nicht. Das heißt, jeder kämpft aus seiner Sicht ums Überleben. Wenn die Ukraine irgendwann vorbei ist, die Ukraine ist ja nur ein armes Opfer, das sind die armen Säue, die es ausbaden müssen. Wenn die Ukraine vorbei ist, können die Amerikaner morgen versuchen, und sind sehr aktiv, in Kasachstan, in Kirgisien und so weiter. Die Party ist nicht vorbei. Das heißt, das wird noch sehr lange weitergehen. Die antirussische Stimmung wird noch sehr weiter angeheizt. Wo sie können, drehen sie noch mehr auf. Ich meine, Kieselwetter, Moskau bombardieren, ja, Ministerien, geht es eigentlich noch viel extremer. So, das wird weitergehen. Das ist überhaupt nicht zu verhindern. Also wir sind, ich sage es nochmal, wir sind im Dritten Weltkrieg. Das einzige Problem ist, dass wir Atomwaffen haben und deshalb wollen NATO und Russland nicht direkt gegeneinander kämpfen. Aber sie werden sich weiter Stellvertreterkriege liefern, Wirtschaftskriege und so weiter. Die Party ist nicht vorbei. Das ist das Problem. Und ich sehe im Westen nicht, dass irgendwer einknickt. Also im Gegenteil. Also verbale und militärische Aufrüstung die nächsten Jahre auf jeden Fall. Klar. Nichts also ich mit. Glaube auch, dass jetzt gerade dieses Interview weniger auf die ganz hohen Stellen, ja, diejenigen, die entscheiden, Verhandlungen oder nicht. So, ich denke, bei denen, für die war das auch nicht wirklich was Neues, denke ich mal. Die kennen auch die russische Position, die gucken ja auch oder überwachen wie auch immer ja auch die russischen Medien. Und ich denke eher, dass der größte Effekt definitiv der auf dem Informationsschlachtfeld ist, wenn man so will. Ja, also das Ding war, seien wir ehrlich, für die russische Seite im Informationskrieg ein ganz, ganz großer Gewinn. Denn es wurde einfach mal der westlichen Zielgruppe, wurden einfach mal ungekürzt zumindest die Möglichkeit gegeben, sich von der russischen Seite zu informieren, ohne jetzt durch eine VPN gehen zu müssen und so weiter und so fort. Ja, Tucker Carlson hat eine riesige Reichweite. Und deswegen ist das natürlich ein großer Sieg auf russischer Seite im Informationskrieg. Kann man nicht anders sagen. Ja, das ist nicht, dass das Tuckers Motiv ist, für die russische Seite das zu tun. Das würde ich so nicht sagen. Aber im Ergebnis ist es das. Da brauchen wir gar nicht um den heißen Brei reden. Und das heißt natürlich, dass die jetzt zurückschießen. Massivst, aus allen Rohren. Das sehen wir jetzt am Kiesewetter, der jetzt hier solche Forderungen stellt. Das sehen wir daran, dass der Mainstream versucht zu framen, bis sich die Balken biegen. Und das werden wir in allen möglichen anderen Bereichen, wo eben der westliche Informationskrieg stattfindet, werden wir das sehen, dass sie jetzt als Reaktion da massiv da in diesem Bereich aufrüsten, auf jeden Fall. Ich wollte was zugeben. Tuckers Motivation, die ist furchtbar simpel. Tucker ist amerikanischer Patriot. Der sieht, wie sein Geld verbrannt wird für den Krieg, den Amerika nicht braucht. Das ist alles. Ich wollte den Leuten nur zeigen, Leute, wir hauen unser Geld raus für eine Ukraine, die korrupt ist, die uns im Grunde nicht interessiert, wenn der Biden nicht zufällig seine Geschäfte da hätte. Mhm. Und wir machen unser Land kaputt,
für einen Kampf, den wir gar nicht wollen. Das ist das, das ist der, die Stand, der Stand von Tucker Carlson, und den wollte er vermitteln. Also der denkt amerikanisch. Und wenn für das amerikanische Denken ein Interview mit Putin für ihn sinnvoll ist, macht das. Also das ist der Punkt. Also der ist da kein russischer nützlicher Idiot, wie Clinton das formuliert hat. Der Begriff kam jetzt gerade von Hillary Clinton, sondern er ist einfach jemand, der aus amerikanischer Sicht sagt, wir schaden uns selber, was soll der Scheiß. Es gab Stimmen, womit er ja auch recht hat. Natürlich. In amerikanischen Medien gab es Stimmen, die ihm den Spionagevorwurf gemacht haben. So nach dem Motto, in der Vorbereitung für dieses Interview mussten gewisse Dinge hin und her getauscht werden. Und das könnte den Straftatbestand der Spionage erfüllen. Also man versucht da jetzt schon ganz schön ihm auf die Finger zu klopfen. Glaubt ihr, dass er Repressalien kriegt, mehr über das normale Schimpfen hinaus, dass man ihn anklagen wird deswegen? Das werden wir sehen im Laufe dieses Jahres, wenn sie soweit, wenn die Verzweiflung so groß ist, dass sie Trump aus dem Wahlkampfrennen nehmen, sei es, weil er einen Unfall hat, sei es, weil sie es anders verbieten, dann werden sie auch Tucker Carlson einsacken. Okay. Die Frage ist ja, wenn sie jetzt Tucker Carlson einfach einsacken, dann hast du einen Aufstand in Amerika. Das heißt, wenn es so schlimm wird, dass die wirklich so panisch sind, dass sie jetzt richtig durchgreifen, dann hat er ein Problem. Aber gut, ich meine, ich habe ja schon gesagt, er kann gerne nach Russland kommen. Ich biete ihm ja einen Job beim Antispiegel an. Meinst du, den kannst du bezahlen? Ich glaube nämlich, der lässt sich gut bezahlen, der Mann. Ja, nee, der Mann ist 80-fach, weiß ich wie oft, Millionär. Aber natürlich kann ich den nicht bezahlen. Aber der kann ja mal pro bono anbieten. Ja, apropos Wahlkampf in Amerika. Es gab vor kurzem einen Sonderbericht oder einen Sonderermittler bezüglich dem Gesundheitszustand oder der mentalen Fähigkeiten von Joe Biden. Ein Bundesermittler hat auf, was war das damals, also die Daten in, also die Akten, die vertraulichen Akten in der Garage hatte neben seinem Chevy, gab es da eben eine Bundesuntersuchung, ob der Präsident noch mental fit genug ist für das Amt. Und da gab es dann, was schüttelst du im Kopf? Lass es die Geschichte korrekt erzählen. Kennst du das, Dominik, weißt du? Wenn man etwas erzählen will und dann der Schlaumeier kommt, der Erbsenzähler, der dann immer geht, nein, da ist aber, das ist nicht ganz genauso, wie du es gesagt hast. Hier, komm, genau. Mach mal. Dafür kenne ich sogar das russische Wort, du Schnieler. Du Schnieler, dankeschön, das werde ich auch nicht vergessen. Also der Punkt ist folgender, es ging darum, wo kam es her, muss immer die Wurzel. Es ging darum, die haben Trump angeklagt, weil der irgendwelche Papiere mitgenommen hat. Genau. Ja. So. Und dann fiel natürlich allen ganz schnell auf, ja, ist aber komisch, ne? Also die Clinton hat 30.000 Mails vernichtet, der Biden hatte kartonweise Geheimmaterial mitgenommen aus dem Weißen Haus als Vizepräsident. Das ist ja blöd, jetzt nur Trump anklagen, das ist ja doof. Fällt ja auf, dass die Justiz dann irgendwie gesteuert ist. Dann haben sie gesagt, ja gut, also da müssen wir jetzt aber dringend Sonderermittler auch einsetzen wegen Biden, der hat das auch gemacht. So, das war also erstmal der Grund, warum es überhaupt passiert ist. So, und dann hat der Sonderermittler ist rausgekommen mit der Erklärung, ja, also nee, wir können Biden nicht anklagen. Da hat er so ein paar formal-juristische Sachen erzählt, weshalb man weder Biden noch seine Leute anklagen kann. Und er hat reingeschrieben, außerdem wäre Biden im Grunde prozessunfähig, weil der vor den Geschworenen auftaucht als alter Mann mit schwachem Gedächtnis. Gutmeinender älterer Herr, genau. Ja, so mit schlechtem Gedächtnis. Ne? Also so im Klartext. Die haben ja Zitate drin. Also ne? Biden wusste an einem Tag wusste er nicht, wann er Vizepräsident geworden ist. Am zweiten Tag wusste er nicht, wann seine Amtszeit endete. Er wusste nicht, wann sein Lieblingssohn Bo gestorben ist. Also der Mann ist komplett durch. So, und das steht da drin. Mit Kanzler Kohl hat er übrigens 2021 gesprochen, mit Mitterrand auch vor kurzem erst, der ist aber schon 96 gestorben. Und dann war er eigentlich schon weg bei dieser Pressekonferenz und hätte es eigentlich nicht schlimmer machen können und hat es nochmal schlimmer gemacht und hat dann eben den mexikanischen Präsidenten Al-Sisi, also der ägyptische Präsident, hat er dann auch noch mit ins Spiel gebracht. Und zwar womit? Indem er sagte, der Präsident hat die Grenze zu Gaza nicht aufgemacht, der mexikanische, Mexiko hat jetzt eine Grenze mit Gaza laut Biden. Es ist unfassbar, ja. Also der Typ ist völlig durch. Und jetzt noch der Witz. Jetzt noch ganz kurz ein Witz am Rande. Dann ist ja Folgendes passiert, jetzt Zeitung. Putin-Interview kommt. Parallel dazu kommt der Sonderermittler in Amerika. Ne? Fokus weg, CNN hat ein Thema. Und dann ist aber Biden so ausgerastet, dass man ihn als vergesslich bezeichnet, dass er die Presse zusammengetrommelt hat, sich vor die Presse gestellt hat. Habt ihr den Auftritt gesehen? Das war der Hammer. Der Typ ist völlig neben der Spur. Stellt sich vor die Presse, schimpft wie ein wild gewordenes Kind, darüber, dass sein Gedächtnis ja so toll ist.
Und das parallel, während das Putin-Interview läuft. So, also das ist genau das, was das Weiße Haus verhindern wollte, nämlich dass Bidens Zustand da irgendwie öffentlich wird, macht der noch selber. Und dann gab es so, das geilste Meme, was ich gehört habe, war dann auf Twitter, irgendeiner hat geschrieben, Putin hat gerade 28 Minuten ohne Zettel einen Vortrag über Geschichte gehalten und Biden weiß nicht, was er zum Mittag hat. Also, es ist völlig geil, der hat das also richtig schön selber noch mit kaputt gemacht, seine Geschichte. Also dazu kommt doch auch noch eine vollkommen realitätsferne Selbstwahrnehmung. Ich weiß nicht, ob ihr das heute gesehen habt, aber der offizielle Account von Joe Biden, also er hat ja zwei Accounts, einmal hier POTUS, President of the United States, und einmal Joe Biden, aber beides mit Haken als Government Official und so, also ist ein offizieller Account. Hat er heute sich selber gepostet mit so roten Laseraugen, so ein auf cool. Ja, ja. So. Ich bin so gut für die Kinder. Übrigens, was auch toll ist, in Amerika gibt es eine Tradition. Super Bowl. Zum Super Bowl gehört immer auch irgendwie 20 Minuten Interview mit dem Präsidenten. Hat er abgelehnt. Im Wahljahr der Knaller. Mhm. Mehr Zuschauer gibt es nicht. Das Weiße Haus hat das Interview abgesagt. Sie haben beide nach Delaware gefahren und in seinem Wohnzimmer eingesperrt. Den kannst du nicht mehr vor die Presse bringen. Ja, also es ist durch. Und das ist das Geile, und da habe ich wirklich Spaß dran. Habe ich einen Artikel drüber geschrieben, vor Freitag oder so. Habe ich Riesenspaß dran gehabt. Wir haben seit 2020 oder 19 schon, haben Robert und ich bei Tachele schon berichtet, der Mann ist dement. Ja, also seit 4, 5 Jahren sagen wir, der ist dement. Und es ist erstaunlich, dass der immer noch durch die Medienlandschaft wandert. Nee, noch mal antreten. Ja. Es ist erstaunlich, dass die Medien erst 5 Jahre, jetzt plötzlich, gehen wir in die Medien. Plötzlich, der Spiegel hat innerhalb von 3, 4 Tagen, in fast jedem Artikel steht das plötzlich drin. Plötzlich ist Biden ein tattriger Greis. Plötzlich verlinkt der Spiegel Videos von Bidens verkackten Auftritten. Also ich würde auch wissen, was das ist. Also kannst du es ja nicht mehr verstecken. Doch, das konntest du schon 2020 nicht verschweigen, ging aber. Lass mich mal als Beispiel. Jetzt wird es ein Thema. Ich bin gespannt, ob sie Biden jetzt abschießen wollen. Das könnte aufs Grund der Berichterstattung in Deutschland kann man das noch nicht sagen. Wenn du jetzt mal dieses Bild anschaust oder diese zwei Vergleichsbilder anschaust, Artikel von der New York Times, oben steht drin, no bias detected, also keine Voreingenommenheit festgestellt. Links wird geschrieben, dass der Biden quasi die Gedächtnisverluste von Biden, die brauchen eine ganz genaue Analyse, eine ganz genaue Diagnose, sagen die Experten. Also as such a diagnosis would require close medical assessment, sagen die Experten. Also man darf jetzt da nicht gleich voreilig schließen. Robert. Die Medien müssen es vorbereiten. Du Schnieler, hat er gesagt, gell? Ja. Pass mal auf, du weißt doch jetzt gar nicht, welchen Gedanken ich haben möchte. Ich will dir gerade nur zeigen, was der Unterschied ist in der New York Times, in der Berichterstattung zwischen Trump und Biden. Und dann kannst du wieder gescheit Haferl spielen, okay? Jetzt lass mich das doch mal kurz. Der Bayer. Ja, es geht darum, wie Trump eben dargestellt wird. Und du siehst es ja in der zweiten Schlagzeile, auch bei der New York Times. Trump ist mental nicht fit und dazu brauchen wir kein Examen. Es braucht niemand, der das quasi wissenschaftlich bestätigen muss, sondern es ist offensichtlich, dass Trump bescheuert ist. Bei Biden, wenn es sogar ein Experte sagt, ist es noch nicht ausreichend genug. Darum geht's, du Schnieler. Ja, ja klar. Aber der Witz ist, ich bin jetzt gespannt, ich bin so neugierig, wie sie es jetzt machen. Ja. Ich vermute, dass die beiden jetzt sturmreif schießen, der muss weg. Und dann der Kamala Harris da reinzubringen, oder was? Oh, das geht ja noch schlimmer. Gut, das wäre jetzt zwangsläufig ja. Aber ob sie zur Wahl antritt, ist eine andere Frage. Die kann auch Statthalter sein, sie setzen einen anderen Kandidaten ein. Aber irgendwie müssen sie beiden weg haben. Aus irgendeinem Grund wollen sie plötzlich beiden weg haben. Ich bin mir relativ sicher, weil wenn jetzt in einem Regierungspapier, und bitte nicht vergessen, Diese ganze Sonderermittlerkacke, das ist ja politisch. Der Justizminister ist ein Biden-Mensch, ja, der hat einen Ermittler eingesetzt und der schreibt in einem offiziellen Regierungsbericht, Biden ist dement. Das hat er nicht selbst gemacht. Das hat er nicht selber gemacht. So, das heißt, ich habe den Eindruck, und vielleicht liege ich falsch, aber ich habe den Eindruck, dass die Biden in den nächsten Wochen sturmreif schießen. Weil er selber nicht abtritt, weil er selber ja angekündigt hat, er möchte nochmal, ne? Ja, aber 25 der Verfassungszusatz. Okay, wenn er dann mental nicht fit genug ist, dann muss man ihn wegnehmen. Okay. Dann machen wir kurz mal einen Beschluss. So. Als Ausweichstrategie, als Exit-Strategie sozusagen. Wenn es ganz bekloppt wird, dann finden Sie bei Kamala Harris Korruption vorher. Mhm.
Ich möchte kurz daran erinnern, warum ich das sage. Kamala Harris will ja niemand als Präsidentin. Also, ne, die ist so unbeliebt, die Demokraten wollen die nicht. Mhm. Jetzt müsste man eigentlich die erst noch wegkriegen. So, Kamala Harris mal abräumen, zurück wegen Korruption. Und dann setzt man anderen ein. Das hatten wir schon mal. Ich erinnere daran, wir hatten die Watergate-Affäre. Gerald Ford oder was war da damals? Genau, so. Ja. Was war damals? Ne? Nixon hat diese Watergate-Affäre und dann hat er einen Vizepräsidenten, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der hatte einen neuen Vizepräsidenten und als klar wurde, dass Nixon nicht zu halten ist, also auf jeden Fall kriegt der Vizepräsident parallel Korruptionsvorwürfe. Der ist zurückgetreten. Und dann hat Nixon den nicht gewählten Gerald Ford als Vizepräsident eingesetzt. Dann musste Nixon zurücktreten. Ford wurde Präsident, damit hat die USA einen von niemandem gewählten Präsidenten. Aha. Und der hat sich in der Zeit, das ist nur Anfang der 70er Jahre, da ging das Währungssystem der USA in Arsch. Sie mussten von der goldgedeckten Währung rüber zum Petrodollar. Das war eine ganze Verhandlung mit Saudi-Arabien. Das war die Rettung der Währung durch Gold, durch Öl. Und wer wird Vizepräsident, zum Vizepräsidenten von Gerald Ford? Nelson Rockefeller. Genau. Also, ja die und der Rockefeller hat die ganzen Tage hinter der Ford durfte in die Kamera lächeln und Rockefeller hat okay. mit Kissinger zusammen den Petrodollar gebastelt. Also, darum, ich bin richtig neugierig, ich finde das gerade so spannend. Also, super spannende Zeit eigentlich, ja. Das ist viel in der Welt. Glaubt ihr, dass Michelle Obama da eine Alternative sein könnte, weil viele, die ja schon hochschreiben jetzt, haltet ihr das für plausibel? Kandidatin. Ich glaube nicht, dass sie als Vizepräsidentin eingesetzt wird. Nee, als Kandidatin selber, als Präsidentin. Ja. Also nach dem Motto, Kamala Harris darf es bleiben, aber sie tritt nicht an und Michelle Obama wird's. Aus wahltaktischen Gründen. Ja, die sind doch verrückt nach den Obamas, die Linken in den USA. Die finden die doch alle so toll und so fantastisch. Ich denke, das ist wahrscheinlich gar kein dummer Move von denen, die einzusetzen. Ja. Aber ja, ich habe von dem ehemaligen Kampagnenmanager der Obamas habe ich gelesen, dass er hat gesagt, Michelle Obama interessiert sich überhaupt nicht für Politik. Die war in der ganzen Kampagne mit Obama, war die nur ein paar Mal bei irgendwelchen Veranstaltungen. Die hat überhaupt kein Interesse an einem offiziellen Amt. Also das müsste schon wirklich mit dem Teufel zugehen, dass die dann sagt, okay, ich springe jetzt ein und mache diesen Top-Job, dass ich da jeden Tag 35.000 Meetings habe und für vier Jahre. Ja, ich sag's mal kurz und knapp. Perfekte Kandidatin. Biden versteht nichts von Politik, weil er zu blöd ist dazwischen. Und ihr Mann. Da können doch die Strippen ziehen, weitermachen. Und stört wundervolles Gesicht, ne? Hinzusetzen. Also ich weiß es nicht. Michelle Obama wäre aus wahltaktischen Gründen wohl eine tolle Idee. Ich habe auch gehört, dass sie nicht so viel Bock drauf hat. Aber sie wird natürlich gehypt ohne Ende. Also ich habe gerade gehört, die wird als Stilikone bezeichnet. Ich habe jetzt, also, das ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass die irgendwie so richtig stilecht wäre. Also ich fand die jetzt nicht irgendwie. Naja, du weißt ja, wie man auch Annalena Baerbock hochschreibt und so weiter. Naja, also genau. Insofern, das ist ja genau das. Ja. Außerdem, der Faktor Taylor Swift ist nicht zu verachten. Taylor Swift hat über 300 Millionen Follower auf Instagram und Social Media und sie hat ja damals schon sich ganz klar gegen Donald Trump positioniert und es gibt also durchaus Strategen innerhalb dem Trump-Team, die vermuten, wenn die ihre Swifties, also so nennen sich die Anhänger von Taylor Swift, wenn die ihre ganzen Fans mobilisiert und sagt, auf gar keinen Fall Trump wählen, dann lässt sich das durchaus mit ein paar Prozentpunkten an der Wahlurne bemerkbar machen. Ja, natürlich. Ist das nicht genau dasselbe, wie jetzt gerade in Deutschland diese ganzen Demos gegen AfD? Also ich glaube, der Effekt ist nur bei den Leuten vorhanden, die eh schon diese Partei niemals gewählt hätten. Nee, Vorsicht, und dementsprechend, also weiß ich nicht. Vorsicht, zwei Ausnahmen. Erstens, der Effekt könnte die Leute zur Wahl bringen, ist Mobilisierung. Hm. Ja? So. Zweiter Effekt, die ganze Masse der, ich sag mal, unpolitischen und desinteressierten jungen Leute bis 30 oder was auch immer. Ja, wenn die sagen, ich habe keine Ahnung von Politik, aber wenn die Swift sagt, das ist wichtig, gehe ich hin. Weil sie tun ja ihrem Star etwas Gutes, weißt du? Du hast recht, Dominik, dass die, ne, wer außerhalb ist, ja, also bei den Demos gegen rechts waren ja auch nur die ganzen Grünen und so weiter. Es ist ja bei denen, die jetzt von der Regierungspolitik die Schnauze voll hatten, auf die hat das keinen Einfluss mehr, weil die sind für die Medien nicht mehr erreichbar. Und also die Trennung, da hast du völlig recht. Aber es gibt so diese Grauzonen dazwischen, und da kannst du mobilisieren. Dann lasst uns unser Video mal zum Ende bringen. Was glaubt ihr denn? Okay, ich weiß, Voraussagen sind immer schwierig, vor allem wenn es um die Zukunft geht. Aber
dieses Jahr nimmt ihr zu langsam Fahrt auf. Ja? Also wir haben noch eine ganze Strecke bis zu den Landtagswahlen im Osten von Deutschland. Die Wahl vom US-Präsidenten ist im November. Die erste Wahl, die kommt, ist die Europawahl. Aber was habt ihr für ein Gefühl für die Zeitqualität, die wir jetzt gerade haben? Wird noch mehr aufbrechen? Wird noch mehr von den Lügen offensichtlich werden? Oder werden die Lügen immer offensichtlicher werden und die Menschheit hier in Deutschland wird in einen kompletten Gulag abwandern? Hier Stichwort Akif Pirinci, der jetzt zu 9 Monaten Haft verurteilt worden ist wegen Hassrede, und ein Somalier, der 2 Handwerker in Lindau erschlagen und Hand abgehackt hat, läuft frei rum, weißt du so. Also was wird da passieren? Ja? Ich sag's kurz und knapp. Popcorn. Popcorn. Du meinst, dass der Unterhaltungswert durchaus nicht zu verachten ist hier, oder? Für uns, die wir hier auf der Tribüne sitzen, ja. Für euch, die es durchmachen müssen, tut es mir leid. Aber mein Kommentar ist Popcorn. Es wird spannendes Jahr. Dominik. Das ist tatsächlich, also Popcorn schließe ich mich an. Aber ich sage noch ein kleines bisschen mehr dazu. Ich bin vielleicht bin ich ein bisschen naiv, ja. Aber ich bin grundsätzlich relativ optimistisch, dass die Lügen, das Lügenkartenhaus mehr und mehr zusammenbricht. Ja, Thomas schüttelt schon den Kopf. Ist in Ordnung, Thomas. Da haben wir unterschiedliche Herangehensweisen so ein bisschen. Ich denke, dass wenn man sich anguckt, auch im Hinblick auf die Wahlen und so weiter und so fort. Ja, also ich denke, natürlich wird dadurch jetzt nicht alles sofort gut. Auf gar keinen Fall. So naiv bin ich nicht. Aber ich denke, dass tendenziell sich gerade einiges eher in Richtung Positives entwickelt und ich deswegen Mut zum Optimismus habe. So vielleicht so viel sei dazu noch gesagt. Prinzip Hoffnung. Hopium. Ja. Hopium schlüpft zuletzt, ja. Okay, meine Herren, dann würde ich sagen, machen wir einen Punkt für heute. Ich sage vielen Dank, dass ihr so lange Zeit gehabt habt, um Rede und Antwort zu stehen. Hat mich sehr gefreut, übrigens Dominik, dass wir uns getroffen haben. Das wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir in irgendeiner Art und Weise zusammenkommen. Ich wünsche euch für eure beiden Wege in Russland auf jeden Fall alles Gute und bin sehr froh und auch dankbar darüber, dass wir eine deutsche Stimme da drüben haben, weil nur wenn wir das ganze Bild anschauen, haben wir auch die Möglichkeit, alles zu betrachten. Also vielen Dank für eure Arbeit hier an dieser Stelle. Vielen Dank, war ein tolles Gespräch. Thomas, bis zum nächsten Robert, Mal. Robert, wir sehen uns ja so selten. Genau, alles klar. Dann, liebe Leute, eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und Servus von uns. Ciao. Ciao.